Melanie Gilsdorf beendet gerade ihre 32. Fahrstunde. Ihr Fahrlehrer Ludwig Lechner hat sie bereits zur Prüfung angemeldet. In 5 Tagen soll Melanie die theoretische Prüfung ablegen und eine Woche später hofft sie, die praktische Fahrprüfung zu bestehen. Der nächste Schüler ist Florian Fischer. Er ist sicher, schon in 5 Tagen seinen Führerschein in der Tasche zu haben. Fräulein Gilsdorf, wir sind dann fertig. Dann lassen Sie bitte den Herrn Fischer reinkommen. Grüß dich, Florian. Heute bist du sogar pünktlich. Hör mal, bin ich doch immer. Ja, ja. Hast du die Durchsage in Bayern 3 gehört? Nee. Fußgänger und Radfahrer sollen das Haus nicht verlassen. Melanie Gilsdorf ist unterwegs. Aha. Mussten Sie wieder auf die Bremse treten, Herr Lechner? Nein, heute nicht. Heute ging's sehr gut. Bei dir muss ich viel oft auf die Bremse treten, wenn du immer so rast. Fräulein Gilsdorf, nicht vergessen. Montag theoretische Prüfung. Ja. 7.30 Uhr pünktlich hier sein. Ausweis und Prüfungsgebühr mitbringen. Und Ihr Brille nicht vergessen. Ja. Herr Fischer, für Sie gilt das Gleiche. Wir starten dann. Ciao. Du, Flori, wann treffen wir uns morgen für Theorie? Ach, ruf mich doch morgen an. Dann ruf auch gleich beim BR an. Sie sollen Entwarnung geben. Ich sitze jetzt am Steuer. Entwarnung? Katastrophenalarm. Schluss jetzt, wir fahren los. Okay. So, Frau Gilsdorf, schauen Sie mir in das Gerät rein, lesen Sie mir die Zahlen vor. Mhm. Haben Sie Ihre Brille dabei? Ach so, ja. (9265-2389-3698). Ja, danke. Dürfen Sie wieder Platz nehmen? Mhm. So, jetzt werden gerade die Prüfungsbogen korrigiert. Ich kann mich also in der Zeit mit Professor Dr. Günter Kreu und unserem Versicherungsfachmann Wolfgang Hertel über den Führerschein auf Probe unterhalten. Nun bekommen ja unsere Prüflinge in der theoretischen Prüfung 25 Fragen vorgelegt. Herr Professor Kreu, wie viele Fehler dürfen denn dabei sein? 7 Fehlerpunkte sind zugelassen. Ja, da hoffe ich doch sehr, dass unsere beiden die Prüfung bestehen. Es ist ja so, seit dem 1. April vergangenen Jahres gibt es ja die erweiterte Fahrschulausbildung. Und da muss man jetzt 3 Autobahnfahrten, 5 Landstraßen und 2 Nachtfahrten, alles auf 45 Minuten machen. Und wenn man das alles geschafft hat, dann bekommt man ihn endlich, den Führerschein auf Probe, der ja seit 1. November vergangenen Jahres gilt. Herr Professor Kreu, Führerschein auf Probe, was hat man damit bezweckt? Führerschein auf Probe ist vom Gesetzgeber aus Sorge um die Unfallentwicklung bei Fahranfängern entwickelt worden. Mhm. Und man erhofft sich dadurch, dass eben das hohe Unfallaufkommen gerade junger Fahranfänger dadurch gesenkt werden kann. Woran liegt es denn bei den jungen Fahranfängern? Sie trauen sich zu viel zu. Einmal die Unerfahrenheit, dann aber natürlich vor allem bei den männlichen jungen Fahranfängern das Imponiergehabe und die recht ausgeprägte Risikofreude. Und was passiert jetzt, wenn innerhalb der 2 Jahre was passiert? Dann werden die Betreffenden bei einem schwerwiegenden Delikt oder 2 leichteren Verstößen zu einem Nachschulungskurs eingeladen. Eingeladen werden heißt, sie müssen also natürlich dahin kommen, nicht? Ja, wenn sie nicht hingehen, verlieren sie ihre Fahrerlaubnis. Verlieren sie die Fahrerlaubnis. Ja. Zum Zweiten, was ist ein schwererer Verstoß und was sind leichtere Verstöße? Schwerer Verstoß zum Beispiel das Überfahren einer roten Ampel. Ja. Leichterer Verstoß zum Beispiel Fahren ohne Licht. Wenn nun doch noch mal etwas passiert innerhalb dieser 2 Jahre, zum zweiten Mal etwas passiert, was? Dann muss der Fahranfänger noch mal zu einer theoretischen Führerscheinprüfung. Besteht er diese nicht, dann ist die Fahrerlaubnis in Gefahr
Das heißt, die Fahrerlaubnis wird entzogen. Dann müsste er also ganz von vorne anfangen. So ist es. Und was kostet nun dieser Nachschulungskurs? Für den muss ja sicher auch was bezahlt werden. Circa 250 Mark bekommt der betreffende Fahrlehrer, der diesen Kurs durchführt und dafür besonders ausgebildet ist. Hat man schon einen leichten Überblick, ob sich das ausgezahlt hat mit dem Führerschein auf Probe? Die Bundesanstalt für Straßenwesen wird 6 Jahre lang die Wirkung dieser doch sehr weitreichenden Maßnahme untersuchen. Wir alle hoffen, dass es etwas bringt. Die entsprechenden Fahrlehrer sind gut ausgebildet, aber an dieser Stelle etwas zu sagen, wäre verfrüht. Vielen Dank, Herr Professor Kreu. Und Herr Hertel, jetzt muss ich Sie fragen, 175% Prämie für Führerscheinneulinge, das erscheint mir extrem hoch. Das ist nicht zu hoch. Führerscheinneulinge sind viel häufiger an Unfällen verwickelt als die übrigen Verkehrsteilnehmer. Sie verursachen die schwereren Unfälle und damit auch die teuren. Dadurch wird die so hoch erscheinende Prämie notwendig. Aber unfallfreies Fahren wird auch sehr rasch belohnt. Schon nach einem Jahr reduziert sich die Prämie von 175% auf nur 100%. Ja, und wenn sich der Führerschein auf Probe bewährt, dann könnte es ja sein, dass sie auch gleich die Einstiegsprämie verringert. Wenn die Anzahl der Verkehrsunfälle durch Führerschein-Neulinge zurückgeht und die Unfälle nicht mehr so teuer sein werden, dann kann sicher diese Einstiegsprämie gesenkt werden. Einem Fahrschüler steht es frei, ob er die theoretische und die praktische Prüfung an einem Tag macht oder an verschiedenen Tagen. Während Florian Fischer sich mutig für den gleichen Tag entschieden hat, will Melanie Gilsdorf zunächst nur die theoretische Prüfung schaffen. Hoffen wir, dass beide bestanden haben. So, Frau Riedl, 0 Fehlpunkte. Dann Herr Fischer, Sie hatten 5 Fehlpunkte, wobei ein ganz gravierender Fehler dabei war. Wenn Sie an eine Ampel heranfahren, die längere Zeit grün zeigt, dann müssen Sie mit erhöhter Bereitschaft zum Anhalten herankommen. Ja? Dabei auf den nachfolgenden Verkehr achten. Fräulein Gilsdorf, Sie hatten 0 Fehlpunkte. Ja? So, das war jetzt der erste Teil Ihrer Prüfung. Wir sehen uns dann wieder bei der praktischen Prüfung. Das lassen Sie sich vom Herrn Lechner sagen, wann Sie drankommen. Ja? Ich darf Ihnen alles Gute wünschen dazu. Frau Gelster, Herr Fischer, Theorie bestanden, mein Glückwunsch. Bei Ihnen kommt jetzt dann die praktische Prüfung, ich hoffe, dass die genauso hinhaut. Ja, no problem. Ja, wollen wir mal sehen. Frau Gelster und Sie, wie besprochen, 14 Tage praktische Prüfung. Mhm. Was meinst du denn, wie viele Stunden ich noch brauchen werde? Ja, ich würde sagen so 8 bis 10 Stunden. Mindestens. Oh, halte ich doch raus. 8 bis 10 Stunden? Ja. Das geht ja verdammt ins Geld. Wenn etwas schiefgehen sollte, was wir nicht hoffen. Womit du aber rechnen musst. Dann müssten Sie mit erneuten Kosten rechnen von ca. 500 Mark für die Wiederholungsprüfung. Und vor allen Dingen müssten Sie noch mal 14 Tage warten. Na, also das möchte ich auf keinen Fall. Da müsste ich jeden Tag 3 Stunden insgesamt in den S-Bahn sitzen, wenn ich zur Arbeit fahre. Mhm. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Jetzt machen wir es so, lassen Sie sich Ihre Stunden eintragen und wir beide packen dann das Fahren noch, gell? Also Miller, bis heute Abend. Ich hole dich in Petershausen ab. Den Wagen von meinem Alten. 180 PS. Was? Herr Fischer, 180. Wahnsinn! Wieso? Sie, passen Sie mal da bloß auf, dass da nichts passiert. Kein Problem. Na, ich bin gespannt, ob du kommst. So, Herr Lechner. Ja? Sie beginnen, hat mir der Herr Lang gesagt. Richtig. Wer ist Ihr erster Schüler? Nehmen wir gleich Herrn Fischer. Herr, Herr Fischer. Gell? Sie gehen gleich ins Auto. Ja. Wir kommen gleich mit. Und wir sehen uns dann übermorgen 10.15 Uhr. Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Lassen Sie uns wiedersehen. Okay. Wiedersehen. So, Frank Gilsdorf. Und wie geht's jetzt bei Ihnen weiter? Ja, der Herr Lechner hat gesagt, am Mittwoch 10.15 Uhr. Mittwoch 10.15 Uhr haben Sie Fahrstunden. Gut, Herr Fischer, wenn Sie so fahren bei der nächsten Prüfung, wie Sie heute gefahren sind, dann haut es hin. Und jetzt lassen Sie bitte das Fräulein Gilsdorf einsteigen. Nehmen Sie wieder ein Stück mit, Herr Lechner. Ich muss zur Leopoldstraße. Okay, setzen Sie sich hinten rein. Danke. Hallo. Hi. Frau Gilsdorf, grüß Sie Gott. Grüß Gott. Mensch, Florian, es tut mir schon leid, dass du durchgeflogen bist. Der Prüfer hat einen schlechten Tag gehabt. Bei der theoretischen war er doch ganz nett. Irgendwas musst du doch falsch gemacht haben. Zweimal nicht nach rechts geschaut und schon durchgeflogen. Bagatelle. Bagatelle ist es keine, Herr Fischer. Wenn Sie der Prüfer schon darauf aufmerksam macht, dass Sie sich bei einer Richtungsänderung umzuschauen haben, dann müssen Sie sich auch dran halten. Da führt kein Weg dran vorbei. Frau Gilsdorf, fertig? Ja, sofort. Dann fahren wir los. Der selbstbewusste Florian Fischer hat also die Fahrprüfung nicht bestanden. Und Melanie startet zu ihrer vorletzten Übungsfahrt vor der Prüfung. Dass Florian, der schon so sicher fuhr, durchgefallen ist, hat Melanie ziemlich geschockt. Sie ist davon überzeugt, dass ihr das Gleiche passieren wird.
dass etwas ganz anderes passiert, dass nämlich diese Fahrstunde in wenigen Minuten durch einen Unfall abrupt beendet sein wird, ahnen weder Sie noch Ihr Fahrlehrer. An der nächsten Ampel links abbiegen. Wenn wir uns schön einordnen bis zur Mitte, bis zur Linie. Und zwar nicht ganz gerade stehen bleiben. Ja, der hintere ist gefährlicher. Jetzt wär's schon gegangen. Gut. Solche Lücken immer nutzen, Fräulein Gilsdorf. Der Abstand entsprechend groß ist, die Geschwindigkeit von dem Entgegenkommenden langsamer ist, können wir das gleich ausnutzen. Nächste Straße links abbiegen. Nicht zu weit nach links einordnen, Fräulein Gilsdorf. Wenn da jetzt beispielsweise ein LKW von rechts kommt, dass der hier auch noch Platz hat zum Einbiegen. Zumal der Vorfahrt hat. Ganz ruhig schalten. Die geht manchmal so schwer rein. Nächste Straße links abbiegen. Die Vorfahrtstraße beginnt bereits hier beim Fußgängerüberweg. Also beim Radweg müssen wir schon Schrittgeschwindigkeit hin. Und jetzt ganz langsam vorfahren. Zuerst links schauen, zuerst links schauen. Und wenn Sie da die Lücke sehen, schauen Sie rechts. Und da frei ist nochmal links und dann fahren wir los. So wie ihr das in der Schule gelernt habt, in der Grundschule, schau links, schau rechts. Und jetzt bei den beiden Kurven dann ganz korrekt im Fahrstreifen bleiben. Der Berliner Immobilienmakler Felix Leischke ist spät dran. Ungeduldig wartet er auf sein Taxi. Als es endlich kommt, hofft er, mit einem schnellen Fahrer noch rechtzeitig zum Flughafen zu kommen. Dass sein Taxi in einen Unfall verwickelt wird, hat er natürlich nicht einkalkuliert. Grüß Gott, wo darf ich Sie denn hinfahren? Zum Flughafen, aber möglichst schnell. Steigst du ein? Sehr eilig. Tüchtig aus, damit ich noch meine Maschine kriege. Sie machen es auch nicht umsonst. Wann startet denn Ihre Maschine? Ja, um 10 vor 11 muss ich am Flugplatz sein. Naja, das schaffen wir schon, wenn wir nicht im Stau kommen. Mensch, das darf auf keinen Fall passieren. Dafür bin ich viel zu spät abgefahren. Mein Großvater, der fährt da ganz anders. Der ging so früh von zu Hause weg, dass er, falls die Droschke unterwegs schlapp machen sollte, noch rechtzeitig zu Fuß zum Bahnhof laufen konnte. Wissen Sie, was eine Droschke ist? Ja, sicher. Pferdetaxi. Ja, Pferdetaxis gab es auch. Aber ein Großvater, der fuhr schon mit der Kraftdroschke. Und da wusste man eben nie, ob der Piste ankommt oder nicht. Also da brauchen Sie bei meiner Droschke keine Angst haben. Die kommt immer an. Optimist, wa? Nächste Ampel rechts abbiegen. Bleiben Sie mal stehen. Herr Gilsdorf, warum schauen Sie sich da nicht um? Ich fahre beim ersten Mal bestimmt auch durch. Das passiert selbst dem Besten. Bei der Prüfung kann ich Ihnen ja auch nicht mehr helfen. Können wir es nicht mal so machen wie bei der Prüfung? Ohne Na. Ihre Hilfe. Na gut, machen wir es. Wenn Sie damit einverstanden sind, schalte ich jetzt den Summer ein. Und wenn ich jetzt meine Pedale betätige, dann hört man. Oh, meine Ohren. Ach. Du kannst ja aussteigen. Das ist ein richtiges Aprilwetter, es scheint wieder Sonne. Junge, Junge, jetzt wird es langsam spannend. Können Sie ein paar Kilometer zulegen? Ja, ich fahre ja schon 70. Ja, dann fahren Sie eben 80. Ja, und wenn ihr einen Strafzettel bekommt, zahlen Sie mir den. Ich zahle alles, Hauptsache ich komme rechtzeitig an. Ja, wo müssen Sie denn hin? Ich muss auf die Kanarischen Inseln, das ist ein wichtiger Geschäftsabschluss. Es handelt sich um 50 Bungalows und viel Geld. Jetzt regen Sie sich nicht auf, ich schaffe das schon. Ich fahre einen Schleichweg. Links oder rechts? Im Verlauf der Straße halb links weiter. Sehr gut, richtig erkannt. Rechts vor links, Fräulein Gilsdorf.
Diese Lücke hätten sie jetzt nutzen können. Wieso hupt der denn? Lass uns den ruhig hupen. Können Sie dem Mädchen nicht mal beibringen, dass man die Kreuzung so schnell wie möglich zu räumen hat? Oder wissen Sie es selber nicht? Ja, reg dich ab, du Fischkopf! Hau ab mit deiner Mülltonne! Wieso lassen Sie sich das gefallen, Herr Lechner? Herr Fischer, wenn ich mich da jedes Mal aufregen würde, hätte ich viel zu tun den ganzen Tag. Na Mädchen, fahr doch! Worauf wartest du denn noch? Soll ich? Ja, fahren Sie los. Fräulein Gilsdorf, was passiert? Fehlt Ihnen was? Nein. Und Ihnen, Herr Fischer? Ja, ich bin okay. Aber den Taxifahrer hat es, glaube ich, ganz schön erwischt. Ja, ich muss mal rüber, Fräulein Gilsdorf. Bleiben Sie hier ganz ruhig sitzen. Ich komme gleich wieder. Ja, ich komme mit. Sollen wir ihn in die stabile Seitenlage bringen? Nee, lass mal lieber sitzen. Ich weiß ja nicht, was er sonst noch hat. Ist Ihnen was passiert? Nee, ich war ja angeschnallt. Sind Sie der Fahrlehrer? Ja. Na, da haben Sie aber ganz schön Mist gebaut, Junge. Grüß Gott, kann ich was helfen? Ich bin Sanitäter. Oh ja, gut, dann kann ich gleich die Unfallstelle absichern. Der Rettungsdienst schon verständlich? Herr Fischer, laufen Sie gleich mal ins nächste Haus und rufen Sie die Polizei. Mhm. Ja. Hallo. Können Sie mich verstehen? Wo haben Sie denn überall Schmerzen? Sie, ich kann Sie nicht fahren, ich muss dringend Meldung machen. Zentrale von 3148. In der Johann-Fichte-Ecke Reventholstraße. Schwerer Verkehrsunfall mit Körperverletzung. Bitte schicken Sie die Polizei und Notarzt. 3148. Jetzt können Sie mich doch fahren. Nein, ich habe Ihnen schon mal gesagt, ich kann Ihnen nicht fahren. Aber ich rufe Ihnen ein anderes Taxi. Das dauert mir zu lange. Zentrale von 3148. Verpasst doch mein Flugzeug. Na Melanie, wie schaut's aus? Sag mal, ich habe doch Schuld an dem Unfall, oder? Wieso? Du bist doch Fahrschüler. Der Lechner hätte aufpassen müssen. Und was ist mit dem Taxifahrer? Ist der schlimm verletzt? Ist nicht so schlimm. Da kümmert sich schon einer drum. Jetzt reg dich mal nicht auf. Du hast gar keine Schuld. Zentrale 3148. Wenn das wann das kommt. Jetzt sind Sie doch ein freier Taxi und jetzt müssen Sie mich sogar fahren. Ich muss überhaupt nichts. Über meine Rechten und Pflichten weiß ich selber Bescheid. Da brauchen Sie mich nicht aufklären. Na, dann glauben Sie auch selber nicht. Werde ich über Sie beschweren. Jawohl, das derns. Das heißt nicht auf Deutsch. Das können Sie tun. Aha. Können Sie nicht hierbleiben, bis die Polizei eintrifft? Sie sind doch Zeuge. Nee, kann ich hierbleiben. Ich muss sofort zum Flughafen. Dann lassen Sie mir doch bitte Ihre Adresse da. Na ja, meinetwegen. Das ist nett. Ja, Berliner sind immer nett. Man darf sie bloß nicht reizen. Gut, danke schön. Schreiben Sie mir eine Ansichtskarte. Bitte schön. Und jetzt steigen Sie bitte aus. Ich steig nicht eher aus, bis das andere Taxi kommt, klar? Felix Leischke verpasste durch den Unfall seinen Flug nach Frankfurt, aber er hatte Glück im Unglück. Sein Anschlussflug nach Las Palmas hatte Verspätung. So kam er doch noch rechtzeitig zu seinen 50 Bungalows und der Vertragsabschluss war gerettet. Abends bekam er Kopf- und Nackenschmerzen und ließ sich einige Tage später in Berlin untersuchen. Befund, ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule, weil die Kopfstütze im Taxi nicht richtig eingestellt war. Ein leider häufiges Versäumnis der Taxifahrer. Der Fahrlehrer Lechner macht sich verständlicherweise große Sorgen um seine berufliche Existenz und geht zwei Tage nach dem Unfall zu einer Rechtsanwältin. Der Herr Lechner bei Ihnen. Grüß Gott. Herr Lechner, ich grüße Sie. Grüß Gott, Rechtsanwältin. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Herr Lechner, möchten Sie einen Kaffee, ein Wasser? Ein Kaffee bitte, ja. Ein Kaffee, gut. Mit Milch und Zucker? Mit Milch und Zucker. Daniela, bitte einen Kaffee mit Milch und Zucker und für mich bitte ein Glas Wasser. Herr Lechner, am Telefon sagten Sie, Sie kommen wegen eines Verkehrsunfalls. Was war da genau? Worum ja, ich habe also vorgestern im Rahmen einer Ausbildungsfahrt. Ausbildungsfahrt heißt? Dass ich als Fahrlehrer unterwegs war und eine Schülerin ausgebildet habe. Mhm. Und dabei ist es also zum Unfall gekommen. Und in den letzten beiden Tagen hat sich das also so entwickelt, dass ich mir also echt Gedanken drüber mache, bezüglich meiner Zukunft.
weil ich also beabsichtige, mich selbstständig zu machen. Und so wie sich die Sachen da entwickeln, habe ich da also echt Angst, dass ich da Schwierigkeiten kriege. Wie war genau der Unfall? Am besten Sie machen mir mal oder erklären Sie erst einmal so und dann machen wir es mal anhand einer Skizze. Ja, ich habe also jetzt schon mal eine Skizze vorbereitet. Die haben Sie also, schon? Die habe ich schon mitgebracht. Sehr schön. Ja. Wunderbar. Dann zeigen Sie mal. Und zwar zwei Sachen. Mal hier zur Seite. Die können wir aber schon haben Sie im Unfallort irgendetwas ausgesagt? Nein, gar nicht. Die Polizei wurde die gerufen? Die wurde gerufen, ja. Polizei war da und ein Rettungsfahrzeug war da. Und also Verletzte? Ja. Wir kamen von da unten hoch und wollten dann nach links in diese Richtung weiterfahren. Die Fahrschülerin hat bis dorthin eigentlich alles richtig gemacht. Auch hier die Vorfahrtregelung rechts vor links. Hat sie erkannt, dass also von dort Fahrzeuge kamen, blieb hier in der Fahrbahnmitte stehen, ließ die Fahrzeuge vorbeifahren. Mittlerweile kam dann das Fahrzeug 2, das stand zunächst hinter uns, hat also gehupt, nachdem wieder ein Fahrzeug vorbeigefahren ist, scherte dieses Fahrzeug aus und stellte sich dann neben uns auf. Ah ja. Der Fahrer von dem Fahrzeug, der machte dann das Fenster runter und fuhr mich da also an. Ich möchte meine Schülerin da aus der Kreuzung gefälligst rausschicken. Und ich habe dann noch einen Fahrschüler als Fahrgast, kann man sagen, mit hinten drin gehabt. Den wollte ich also zur Leopoldstraße lassen und dort aussteigen lassen. Und der hat mir dann auch noch gesagt, ob ich mir das da gefallen lasse, wie der sich da aufführt und so weiter. Und drehe mich also nach hinten um. Und unmittelbar danach, also fast anschließend hat das Fräulein Gilzhoff zu mir gesagt, soll ich losfahren? Und dann habe ich gesagt, ja, fahren Sie los, wenn es frei ist. Und in dem Augenblick fuhr die Fahrschülerin gleichzeitig mit dem neben mir stehenden Fahrzeug los. Und jetzt kommt eigentlich das Ursächliche, was zum Unfall geführt hat. Erstens mal habe ich mich ablenken lassen durch den hinten drin sitzenden Fahrschüler. Zweitens mal hat die Schülerin den falschen Gang erwischt. Er hat also statt den ersten einen dritten Gang erwischt. Unser dann Fahrzeug, wahrscheinlich dann abgewürgt, oder? Ja, unser Fahrzeug fuhr also noch circa 2-3 Meter vor, zuckelte und ist also der Motor ausgegangen, hat es dann abgewürgt. Und im nächsten Augenblick ist uns dann schon, das war ein Taxifahrer, der von oben hinten reingefahren. Ich habe den tatsächlich erst gesehen, als das geknallt hat. Und dann, selbst dann hat es noch ein bisschen gedauert, dass das sich um ein Taxi dabei handelt. Das hat mir eigentlich erst der Fischer gesagt, nachdem ich gefragt habe, ist ja noch was passiert oder so. Dann hat der gesagt, nee, mir nicht, aber der Taxifahrer da drüben, der schaut so böse aus. Und da ist mir eigentlich erst bewusst geworden, dass das ein Taxi war. So schnell hat sich das da alles abgespielt. Wo ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich mich also dann zunächst mal um die Fahrschüler gekümmert habe. Das Fräulein Gilsdorf war zunächst, nachdem ich sie also befragt habe, nicht verletzt. Jetzt habe ich aber so mittlerweile gehört, nachdem sie die Fahrstunden abgesagt hat, dass sie zum Arzt gegangen ist und also hier so eine Manschette da verpasst bekommt. Und dem Schüler, der hinten drin saß, das war der Herr Fischer, dem ist nichts passiert. Der hat mir dann anschließend sogar noch geholfen, den Taxifahrer da zu versorgen. Der erste Eindruck, den ich von dem also gehabt habe, das waren erhebliche Verletzungen im Gesichtsbereich. Ursächlich hat der jemanden drin gehabt? Da war ein Fahrgast mit dabei, aber der Fahrgast ist auch gleich weitergefahren dann zum Flughafen. Die Adresse von dem Beifahrer, die habe ich also gerade noch so am Vorbeisausen. Genau, danach wollte ich Sie gerade noch fragen. Am Vorbeisausen mitnehmen können. Ja. Und das ist ein Herr Leischke, Felix Leischke. Das ist jetzt so ein Punkt bei dem Taxifahrer, Frau Rechtsanwältin. Und zwar habe ich mir also auch erkundigt, ob der Fahrgast irgendwelche Verletzungen hat. Wo saß denn der? Vorne, hinten? Vorne, auf der rechten Seite. Hat er also gesagt, nee, auf seinem Berlinerisch da, nee, mir ist nichts passiert und ich war ja angeschnallt. Da haben erstmal meine grauen Zellen gearbeitet und da habe ich erstmal gesehen, dass der Taxifahrer nicht angeschnallt war. Ja. Sie wissen wahrscheinlich als Fahrlehrer, dass Taxifahrer nicht verpflichtet sind, sich anzuschnallen. Wenn Sie einen Fahrgast im Auto haben, nicht? Wenn der von Schwabing nach München Rim fährt, wenn ich Taxifahrer wäre, würde ich mich da schon anschnallen. Herr Lechner, ich mich auch, aber er ist nicht verpflichtet, sich anzuschnallen. Insofern können wir ihm aufgrund der Tatsache, dass er nicht angeschnallt war, keinen Vorwurf machen. Also das können wir außen vor lassen. In welchem Stadium des Unterrichts befindet sich denn die Schülerin? Ja, das Fräulein Gilsdorf, das hat also jetzt so circa 30 Fahrstunden. Wann hätte sie voraussichtlich ihre Prüfung gemacht? Ja, das haben wir am Montag vorher abgesprochen und das war also so geplant, dass sie dann am 6. April oder bis zum 6. April vorbereitet wird auf die praktische Prüfung. Also kann man auf jeden Fall sagen, dass die Schülerin sich in einem fortgeschrittenen Stadium befunden hat? In einem fortgeschrittenen Stadium, ja. War sie eine sonst sehr zuverlässige Fahrschülerin? Ja, also bezüglich der letzten... Da passierten solche Sachen häufiger. Die eine Sache, die in letzter Zeit immer wieder aufgetreten ist, das ist eben die Sicherungsarbeit mit dem Umschauen rechts, links bei einer Richtungsänderung.
Und das war auch an dem Tag so. Und als ich das also zwei, dreimal angesprochen hatte, hat sie mich dann gebeten, ob wir das vielleicht nicht mal unter Prüfungsbedingungen machen könnten, die ganze Ausbildungsfahrt. Und habe also das elektrische Kontrollgerät eingeschaltet. Das ist also ein Summer, der ertönt, wenn ich also mit den Füßen auf die Pedale komme. Und das ging dann eigentlich von dem Punkt weg, als wir das gemacht haben, bis hin zu der Unfallstelle, alles recht gut. Den Punkt haben wir also geklärt. Ausdrücklich wollte die junge Dame unter Prüfungsbedingungen. Wie war das jetzt ganz konkret, als Sie standen? Wo war zu dem Zeitpunkt Ihr Blick? Waren Sie noch im sich nach vorne drehen oder haben Sie auch geguckt, ob frei ist oder haben Sie sich darauf verlassen? Zu dem Zeitpunkt, als ich ihr gesagt habe, fahren Sie los, wenn es frei ist, habe ich das Fräulein Gilsdorf angeschaut. Ah ja. Habe nicht nach vorne geschaut und habe auch nicht, ehrlich gesagt, nicht nach rechts geschaut, weil ich eben davon ausgegangen bin, dass sie das selbst ist wichtig, dass wir das hier jetzt eindeutig und korrekt festhalten, wie wir uns nachher in einer Strafverhandlung verhalten, wie wir uns da einlassen. Das werden wir dann zu gegebener Zeit klären. Der nächste Punkt. Sie sagten vorhin kurz mal, sie sei im dritten Gang angefahren. Ja. Haben Sie das gesehen? Das habe ich gehört. Ja, aber was haben Sie jetzt ganz konkret in diesem Fall gemacht, als Sie merkten, dass die Fahrschülerin eben im dritten Gang anfährt? Ich bin also blitzartig auf die Kupplung drauf, habe den dritten Gang mehr oder weniger rausgerissen, den ersten reingeschoben. Und dann kam eben der Casus Knactus, dass meine Fahrschülerin eben die Kupplung nicht mehr losgelassen hat. Die stand also drauf, hat ein steifes Bein bekommen, wie wir das so sagen. Und dann kann ich bei mir herüber auf meiner Seite machen, was ich will, da geht nichts mehr. Mir geht es nämlich bei der Frage um Folgendes. Sie sind als Fahrlehrer eben grundsätzlich verpflichtet, auch bei fortgeschrittenen Schülern, einfach mit Fehlverhalten zu rechnen. Das heißt, Sie müssen von den Anforderungen der Rechtsprechung her gesehen jederzeit notfalls eingreifen können. Wenn ich schneller reagiert hätte, wäre sie erst gar nicht so weit gekommen. Also von daher ist mir das eigentlich schon klar, dass ich da also Mist gebaut habe. Auf der anderen Seite ist natürlich die Situation auch so, dass der Vorwurf, den man Ihnen machen kann, nicht übermäßig groß ist. Denn wenn jemand sagt, ich will unter Prüfungsbedingungen fahren, nicht? Dann sind Sie natürlich in gewisser Weise entlastet. Ich meine, Einstellung wird wahrscheinlich nicht drin sein, einfach aufgrund der Tatsache, dass eben die Beteiligten verletzt sind und so weiter. Wie hoch ist denn der Sachschaden überhaupt? Ja, nach dem, was ich also da habe an der Unfallstelle, soweit ich dazu in der Lage war, das zu beurteilen, an meinem Auto, das wären so rund 4.000 Mark wären. Bei dem Taxi, Mercedes, dürfte das auch so in der Größenordnung bewegen, so 3.000 bis 4.000 Mark. Da kommen jetzt nur dazu die Leihwagenkosten, weil mein Chef hat sich ja einen Leihwagen genommen, um die Zeit eben zu überbrücken, in der das Fahrzeug da in der Werkstatt ist. Und wollte jetzt gleich mal fragen, inwieweit kann ich jetzt da zum Schadenersatz, zur Schadenersatz... Von Ihrem Chef meinen Sie jetzt, ne? Ja. Also bei Ihrem Chef, da kann ich Sie beruhigen. Denn da gelten für Sie die Grundsätze der gefahrgeneigten Arbeit. Mhm. Das bedeutet, dass Sie als angestellter Fahrlehrer eine Arbeit ausüben, die wirklich gefahrgeneigt ist. So etwas passiert eben leicht. Und für solche Fälle hat man eben Haftungsbeschränkungen eingeführt, dass Sie bei leichter Fahrlässigkeit diesen konkreten Sachschaden am Pkw nicht zu erstatten brauchen. Wie gut nur, dass der Fahrlehrer einer gefahrgeneigten Arbeit nachgeht, Herr Hertel. Das ist also fast ein poetisch klingendes Wort. Muss ich gleich mal fragen, warum sagt man nicht einfach gefährlich oder ist da ein Unterschied? Autofahren ist nicht ungefährlich, aber vielleicht wäre gefährlich auch zu viel. Vielleicht wäre riskant das richtige Wort. Riskant, können wir uns darauf einigen. Herr Hertel, nun ist das Unfallauto, der Unfallwagen, der Fahrschulwagen in diesem Fall ja haftpflichtversichert. Und die Frage ist, deckt er nun diese Versicherung, das Fehlverhalten der Fahrschülerin in unserem Fall und des Fahrlehrers zu gleicher Zeit? Die Versicherung des Fahrschulwagens deckt alle Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrschulwagens entstanden sind. Verantwortlicher Fahrzeuglenker ist der Fahrlehrer. Die Fahrschülerin kann nicht Lenkerin sein, sie ist ja noch Schülerin, sie hat ja die Fahrerlaubnis nicht. Also es ist letztendlich auch egal, die Versicherung tritt immer ein. Nun fahren ja dennoch zwei Leute, ob nun einer verantwortlicher ist als der andere, das wollen wir jetzt mal dahingestellt sein lassen. Zwei Leute fahren das Auto, müssen die nun auch doppelte Prämie zahlen, weil ja auch bei beiden was passieren kann? Es fährt nur einer. Aber abgesehen davon, es ist ja nur ein Auto, von dem ein Risiko ausgeht. Also kann nur für dieses Auto
und dieses Risiko eine Prämie gefordert und bezahlt werden. Gut, dann kommen wir mal zu Schadensersatzansprüchen und Schmerzensgeld für Taxifahrer und Passagier. Muss der Taxifahrer eigentlich Abzüge in Kauf nehmen, weil er nicht angegurtet war? Also ich meine, strafrechtlich können wir vergessen, das ist ja nicht relevant. Der Taxifahrer bekommt, weil er nicht angegurtet war, vollen Schadenersatz. Mhm. Er hatte einen Fahrgast im Auto und wenn er einen Fahrgast hat, braucht er nicht angegurtet zu sein. Es wäre anders, wenn er eine Leerfahrt gehabt hätte. Mhm. Dann müsste er wohl Abzüge hinnehmen. Und wie steht es um Abzüge für den Fahrgast, weil die Kopfstütze nicht richtig eingestellt war? Es war eine Kopfstütze da, das ist das Wichtigste. Wenn sie nicht richtig eingestellt war, ändert das nichts am vollen Schadenersatzanspruch des Fahrgastes. Das richtige Einstellen einer Kopfstütze ist sehr, sehr schwierig. Doch nun wieder zurück ins Anwaltsbüro. Ludwig Lechner will eine eigene Fahrschule aufmachen und möchte wissen, ob ihm nach einer Bestrafung die Fahrschulerlaubnis verweigert werden könnte. Diese Fahrschullehrererlaubnis, da brauchen Sie keine Bedenken zu haben, weil nämlich gerade dieser Punkt, den Sie ansprachen, Zuverlässigkeit und so weiter, der ist in diesem konkreten Fall nicht berührt. Mhm. Wenn Sie beispielsweise, um Ihnen das nur mal so anhand eines extremen Beispiels klarzumachen, wenn Sie jetzt betrunken aus Ihrem Wagen steigen würden und lallend der Fahrschülerin um den Hals fallen würden, dann können Sie Ihren Schein vergessen. Aber in Ihrem konkreten Fall, wo eben meines Erachtens nur leichte Fahrlässigkeit vorliegt, brauchen Sie in Bezug auf diese Erlaubnis keine Bedenken zu haben. Haben Sie Vorstrafen? Haben Sie irgendwelche Eintragungen in Flensburg beispielsweise? Nein. Gar nichts? Nein. Absolut weiße Weste? Jawohl. Gut. Dann schauen wir mal zu, dass es möglichst günstig bleibt. Also um es auch gleich realistisch zu betrachten, ganz raus kommen wir da wahrscheinlich nicht. Wenn es ungünstig läuft, 25, 30 Tagessätze, so nicht? Das wird sich also keinesfalls in dem Bereich bewegen, in dem Sie als vorbestraft gelten würden, nämlich ab 90 Tagessätze. Ja. Sie haben sich eben den Fahrfehler Ihrer Schülerin zurechnen zu lassen. Der Vorwurf als solcher ist nicht extrem hoch. Also, aber wie gesagt, für die Folgen als solche, letztlich kann man das erst beurteilen, wenn man weiß, wie schwer die Verletzungen sind, die die Beteiligten erlitten haben. Ne? Was ich machen würde, wäre, mich mal im Krankenhaus zu erkundigen, wie es dem Taxifahrer geht, damit man das mal ausloten kann. Jetzt warten wir mal ab. Ich hole mir Akteneinsicht, dann schauen wir, was auf Sie zukommt, Strafbefehl oder so. Ja. Und dann sehen wir weiter. Gut, Herr Lechner, das wär's dann für heute. Jawohl. Sie hören dann von mir. Frau Gilsdorf und Ihre Tochter. Skat. Skat. Grüß Gott. Skat. Nehmen Sie bitte Platz. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Also meine Tochter hatte letzte Woche einen Autounfall während einer Fahrstunde, Fahrlehrer daneben, und wird nun praktisch beschuldigt, den Unfall verursacht zu haben. Ist ein Taxi reingefahren, also ich bin, verletzt ist sie, das hat sie bei der Polizei nicht angegeben, weil sie anscheinend unter Schock stand und am nächsten Tag fürchterliche Kopfwehen, da bin ich sofort mit ihr zum Arzt. Ja, und Schleudertrauma, ne? Vorab eine Frage, wie alt sind Sie? Ich bin jetzt noch 19. Mhm. Gib Ihnen am besten ein Blatt Papier und wenn Sie bitte hier auf diesem freien Feld eine Unfallskizze machen. Also, das ist so die Kreuzung gewesen. Melanie erklärt dem Anwalt, wie es auf dieser Kreuzung zum Unfall kam. Für ihre Mutter ist der eigentlich Schuldige der Kombifahrer, der ihre Tochter völlig nervös gemacht habe. Also er hat gesagt, fahr doch los und so. Wer hat das gesagt? Ja, der Fahrer von diesem Kombi da. Mhm. Und das ist natürlich nervös geworden. Ja, ich habe noch gefragt, soll ich? Und dann hat er gesagt, ja, fahren's los. Weil der andere, der Kombifahrer, ist ja auch direkt vor uns dann losgefahren. Ja, und dann, ich bin im dritten Gang angefahren, versehentlich. Ich habe den falschen Gang erwischt und auf einmal hat er gehoppelt und ist dann stehen geblieben, mitten in der Kreuzung da etwa. Und dann wusste ich nicht, was los ist. Und in dem Moment hat es schon gekracht. Was hat denn der Fahrlehrer gemacht oder gesagt? Der wollte in dem Moment noch eingreifen, hat gesagt, dass ich den dritten Gang erwischt habe. Ne? Hast du denn nach rechts schauen können? Da hattest du doch keine Sicht, ob da jetzt jemand kommt oder nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ich hätte aber auch gar nicht sehen können, weil der Kombi, der war vollgestellt, das mit Kissen und so.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie sich auf das verlassen, was Ihr Fahrlehrer gesagt hat, beziehungsweise was der Fahrer des Kombifahrzeuges gesagt hat, nämlich fahr los, und Sie sind davon ausgegangen, die Fahrbahn ist frei und Sie können gefahrlos abbiegen. Sie ist praktisch im Windschatten losgefahren. Ne? Mhm. Dass Sie auf Anweisung des Fahrlehrers gefahren sind, ist von ganz erheblicher Bedeutung. Ist sie denn überhaupt jetzt eigentlich schon Verkehrsteilnehmer als Fahrschüler oder ist da voll der Fahrlehrer verantwortlich? Das ist eine berechtigte Frage. Der Fahrschüler ist im Sinne des allgemeinen Sprachgebrauchs Führer des Kraftfahrzeuges, aber nicht im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes. Als Fahrer gilt der Fahrlehrer. Ja. Entsprechend ist der Fahrlehrer für ein verkehrsgerechtes Verhalten verantwortlich. Mhm. Sie haben als Verletzte die Möglichkeit, Strafantrag zu stellen, Strafantrag gegen Ihren Fahrlehrer, wobei die Antragsfrist 3 Monate beträgt. Ach, das möchte ich eigentlich nicht. Ich bin froh, wenn so alles über die Bühne geht, und den möchte ich ja auch nicht weiter jetzt noch belasten. Und ich habe Verständnis, aber würde Ihnen dann dennoch empfehlen, zumindest den sogenannten Strafantragsvorbehalt zu erklären. Sicherheitshalber können wir das ja machen. Ja. Ja, das für alle Fälle, weil man weiß ja nicht, was jetzt da noch draus wird. Ne? Sie gehen zur Polizei und bringen dort schriftlich diesen Antrag an. Mhm. Ich könnte selbstverständlich für Sie als Anwalt selbiges auch erledigen, aber ich muss Sie gleich darauf hinweisen, dass damit Kosten verbunden sind. Ja, also ich wäre haftpflichtversichert und da ist Melanie mit drin in der Haftpflichtversicherung. Jetzt weiß ich nicht, wie es beim Rechtsschutz aussieht. Ich habe eine ganz normale Autorechtsschutzversicherung als Autofahrer. Herr Hertel, die Frau Gielsdorf hat eine private Haftpflichtversicherung und da ist die Tochter mitversichert. Wie ist es nun aber bei einer Autorechtsschutzversicherung? Ist da die Tochter auch mit eingeschlossen? Ich meine, es kommen ja zum Beispiel jetzt Anwaltskosten auf Sie zu. Die Autorechtsschutzversicherung der Frau Gielsdorf wird sich nur auf ihr eigenes Auto beziehen. Und da ist die Tochter sicher mitversichert. Aber hier geht es um den Gebrauch des Fahrschuldwagens. Mhm. Das ist ein ganz anderes Auto. Ja, und die andere Frage ist, die Melanie hat ja nun einen Schaden gemacht an diesem Fahrschuldwagen. Kommt dafür die private Haftpflichtversicherung auf? Schäden aus dem Führen oder aus dem Betreiben von Kraftfahrzeugen sind in der Privathaftpflichtversicherung nicht versichert. Aber die Melanie ist auch für den Schaden nicht verantwortlich. Sie braucht den Schaden nicht zu ersetzen. Den Schaden trägt der Fahrschulinhaber. Will er davon loskommen, dann muss er eine Vollkaskoversicherung abschließen. So, und dann geht es noch ums Schmerzensgeld für die Melanie. Da hat ihr ja der Anwalt geraten, sie sollte Strafantrag gegen den Fahrschullehrer stellen. Ist das nötig? Sie braucht keinen Strafantrag zu stellen. Sie bekommt Schmerzensgeld auch ohne. Der Anwalt spricht dann die Möglichkeit an, dass fortgeschrittene Fahrschüler in besonderen Fällen zur Verantwortung gezogen werden können. Damit stellt sich hier also die Frage, war dieser Fahrfehler, der hier ja wohl offensichtlich passiert ist, war dieser Fahrfehler nach den eigenen subjektiven Möglichkeiten vermeidbar oder nicht? Ja? Und da meine ich, dass entscheidend zugunsten Ihrer Tochter spricht, dass Sie sich hier voll auf die Anweisung des Fahrlehrers verlassen durfte. Das ist wohl der entscheidende Gesichtspunkt, wenn der Fahrlehrer hier sagt, fahr los. Ja, das war dann sowieso eine gespannte Situation in dem Moment. Ja. Ich meine, der Kombifahrer, dann, dass er vorher gehupt hat, und dann der dritte Gang auch noch. Es kam auf einmal alles so zusammen. Aus diesem Grunde, das gilt jetzt sowohl für die strafrechtliche Seite als auch für die zivilrechtliche Seite, fehlt es aus meiner Sicht an einem Verschulden. Die Rechtsprechung sagt, dass der Fahrschüler nicht für einen von ihm herbeigeführten Schaden haftet, wenn sein Versagen auf mangelndem Wissen oder Können beruht. Ich meine, es käme halt auch noch was dazu, dieser Taxifahrer. Ja. Ich meine, der hätte ja eigentlich auch irgendwo bremsbereiter fahren müssen. Also für mich hat der auch nicht richtig aufgepasst. Ja. Es sind sicherlich Fragen, die von Interesse sind, wenn tatsächlich so entweder in strafrechtlicher oder in zivilrechtlicher Form die Angelegenheit gegen Ihre Tochter weiterverfolgt würde. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann müssen wir nicht damit rechnen, dass Melanie bestraft wird. Zuständig für Ihre Tochter als Heranwachsende ist ja der Jugendstaatsanwalt. Und
das Verfahren wird, das darf ich prognostizieren, mit einer Einstellung nach 170 StPO enden. Ja, aber nun ist Melanie ja volljährig, sie ist ja 19. Sie gilt im Sinne des Strafgesetzes als Heranwachsende. Und zwar Heranwachsende ist derjenige, der das 18. Lebensjahr vollendet und das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Insoweit ist also die Jugendgerichtsbarkeit für ihre Tochter zuständig. Jetzt ist aber Folgendes, sie sollte, ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt möglich ist, wegen der Halskrause sowieso nicht. Also Melanie sollte am 6.4. den Führerschein machen. Die Halskrause wird sie jetzt 14 Tage etwa behalten, hat der Arzt gesagt. Sie haben natürlich die Möglichkeit, als Verletzte auch Schmerzensgeld zu beanspruchen. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Ich meine, ich möchte, sobald das vorbei ist, dann meine Prüfung endlich machen und was dann hinter mich bringen. Ja. Aber nimmst einen anderen Lehrer aus der Schule, ne? Nicht mehr warum denselben. Warum denn? Oh, na, also du, da habe ich keine Ruhe. Weil das kann ja dann immer wieder passieren. Ja, das ist jetzt einmal passiert und das heißt noch lange nicht, dass der schlechter ist als der andere. Dann sprechen wir zu Hause drüber, ja? Ja, klar. Gut. Wie ist das noch jetzt überhaupt mit dem Führerschein? Nimmt es irgendwie einen Einfluss drauf, dass sie jetzt den Führerschein machen darf oder nicht darf? Oder? Aus meiner Sicht bestehen hier überhaupt keine Bedenken. Es käme zwar grundsätzlich, das ist nur mal zu Ihrer Information, eine isolierte Sperrfrist in Betracht. Wie lange wäre die? Wobei in der Regel von 6 Monaten auszugehen ist. Gut. Aber ich kann Sie beruhigen, in Ihrem Falle, nachdem Ihnen ja kein Schuldvorwurf gemacht werden kann, wird derartiges nicht zu befürchten sein. Ich bin also der Überzeugung, dass Sie jetzt noch einige Fahrstunden absolvieren werden und dann sicherlich mit Erfolg Ihre Prüfung bestehen werden. Melanie Gilsdorf setzt sich bei ihrer Mutter durch und nimmt weiter bei Ludwig Lechner Fahrstunden, nachdem sie ihre Halsmanschette nicht mehr tragen muss. Er hilft ihr auch psychologisch über ihre anfänglichen Unfallängste hinweg. Nach 10 Fahrstunden besteht sie die Prüfung und ist überzeugt, dass sie es ohne ihn nicht geschafft hätte. Als sie dann in der Sache Lechner vor das Verkehrsgericht geladen wird, hat sie ein schlechtes Gewissen. Ihr Verfahren ist vom Jugendstaatsanwalt eingestellt worden, aber der Fahrlehrer muss sich als Angeklagter vor Gericht verantworten. Herr Lechner, grüß Gott. Grüß Gott, für rechts sind wir. Ich habe gerade noch einen anderen Termin gehabt, aber ja, so rechts sind auch gut. Aufgeregt? Ja, Herzklopfen. Es ist doch eine ganze Menge auf mich eingestürzt in den letzten Tagen. Tja, und das erste Mal für Sie vor Gericht, ne? Naja, aber Sie wissen, im Prinzip kann nichts passieren. Wir haben ja alles durchgesprochen. Freispruch ist zwar nicht drin, aber mit dem Strafbefehl, 25 Tagessätze A, D und 75, sind Sie zunächst einmal ja ganz gut gefahren, nicht? Die Höhe, da kommen wir runter, die Höhe des Tagessatzes A, 75. Denn da wurde Ihr Nettoeinkommen geschätzt, weil Sie ja noch keine Angaben bei der Polizei gemacht hatten. Und das richtet sich nach dem konkreten monatlichen Nettoeinkommen. Und das war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zu viel, ne? 2400. Genau, verheiratet mit Kindern. Und ob wir eine Einstellung erreichen, da müssen wir halt mal schauen, wie die Beweisaufnahme jetzt läuft, ne? Ja. Und die Gerichtskosten, die jetzt natürlich noch auf Sie zukommen, brauchen Sie ja auch nicht zu schrecken, denn Sie sind rechtsschutzversichert. Das übernimmt ja die Versicherung, genauso wie die Anwaltskosten werden auch von der Versicherung übernommen. Geldbuße natürlich nicht, das ist klar. Ja. Tja, dann müssen wir noch damit rechnen, das Gericht fragt meistens, warum denn überhaupt Einspruch eingelegt wurde gegen den Strafbefehl. Darüber haben wir auch gesprochen, was da zu antworten ist. Möchten Sie das machen? Das kann ich auch für Sie. Das wäre mir lieber, wenn Sie das für mich machen würden. Ja? Dann gebe ich eine entsprechende Erklärung gleich zu Anfang an, damit der Richter weiß, warum überhaupt das Rechtsmittel eingelegt wurde, was wir damit erreichen wollen. Ne? Ja. Genau. Was war noch? Ach ja, richtig, die Atteste habe ich mir kommen lassen. Oh ja. Hallo? Grüß dich. Mein Mädel ist der Florian. Weißt du schon, der beim Unfall mit dem Auto gesessen ist? Grüß Gott, Frau Gilsdorf. Grüß Gott. Und, hat es mit deinem Führerschein inzwischen geklappt? Klar, schon. Hast du den doch beim Lechner gemacht? Ja, ich war ja dagegen, aber wir haben ja Glück gehabt. Ihr entschuldigt mich, ich bin gleich da. Mhm. Sag mal, weißt du, ob der Herr Lechner vom Unfall gesagt hat, fahren's los oder fahren's los, wenn frei ist? Der hat nur gesagt, fahren's los. Also er meinte, er hätte gesagt, fahren's los, wenn frei ist. Ganz sicher, stimmt nicht.
Also ich bin mir da nicht so sicher. Kannst du nicht auch sagen, dass du es nicht mehr so genau weißt? Was hast denn plötzlich mit dem Lechner, sag mal, hm? Meine Güte, überhaupt nichts. Aber bloß weil ich einen Fehler gemacht habe, verliert er vielleicht seine ganze Existenz. Zum Aufruf kommt die Sache gegen Lechner. Die Beteiligten bitte eintreten. Ich geh schon mal, gell? Mami, du bist schon schön genug, komm. Ja. Grüß Gott, Frau Rechtsanwältin. Herr Lechner, ja. Sind Sie, nehmen Sie bitte da vorne Platz. Die Zeugen treten bitte vor die erste Stuhlreihe. Der Richter stellt die Anwesenheit der Zeugen fest. Josef Brunhöfer, Polizeimeister Knecht, Melanie Gilsdorf und Florian Fischer. Der Zeuge Leischke fehlt unentschuldigt. Nach Feststellung der Personalien des angeklagten Fahrlehrers Ludwig Lechner begründet seine Verteidigerin den Einspruch gegen den Strafbefehl. Der Einspruch erfolgte nicht deshalb, weil mein Mandant sich für absolut unschuldig hält, sondern vielmehr aus dem Grund, weil wir der Auffassung sind, dass das Mitverschulden der Beteiligten nicht hinreichend gewürdigt wurde. Und aus dem Grund wird bezweckt, eine Reduzierung der Strafe, eine Einstellung zu erreichen. Dies zu Ihrer Information. Wir werden mal schauen, was das Ergebnis der Hauptverhandlung ist. Wir haben ja fast alle Zeugen da, bis auf den Herrn Leischke. Da werden wir uns sicherlich ein einigermaßen klares Bild machen können. Frau Staatsanwältin, ich darf dann um Verlesung des Strafbefehls bitten. Am 25.03.1987 gegen 10.35 Uhr führten Sie in Ihrer Eigenschaft als Fahrlehrer mit der Fahrschülerin Melanie Gilsdorf eine Übungsfahrt durch. Zu diesem Zweck steuerte die Fahrschülerin Gilsdorf den als Fahrschulwagen ordnungsgemäß gekennzeichneten Pkw in München auf der Reventlowstraße in nördliche Richtung und sollte ihrer Anweisung entsprechend nach links in die Johann-Fichte-Straße abbiegen. Obwohl sich rechts vom Fahrschulwagen ein weiteres Fahrzeug zum Linksabbiegen eingeordnet hatte, das ihnen die Sicht auf den Gegenverkehr versperrte, wiesen sie die Fahrschülerin an, gleichzeitig mit diesem Fahrzeug loszufahren. Infolge vermeidbarer Unachtsamkeit bemerkten sie nicht, dass die Fahrschülerin versehentlich den dritten Gang eingelegt hatte, um anzufahren, weshalb der Motor abstarb und das Fahrzeug noch im Kreuzungsbereich stehen blieb. Ebenfalls infolge vermeidbarer Unachtsamkeit hatten sie übersehen, dass der geschädigte Brunhöfer mit seinem Taxi ihnen auf der Reventlowstraße in südliche Richtung entgegenkam, weshalb es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Hierbei wurde der geschädigte Brunhöfer schwer verletzt. Der geschädigte Leischke, Beifahrer im Pkw des geschädigten Brunhöfer, erlitt ein schweres Halswirbelschleudertrauma. Die geschädigte Gilsdorf erlitt ebenfalls ein Halswirbelschleudertrauma und eine starke Prellung am rechten Oberschenkel. Sie hätten bei Beobachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt den für Sie vorhersehbaren Unfall vermeiden können. Die geschädigten Brunhöfer und Leischke haben form- und fristgerecht Strafantrag wegen Körperverletzung gegen Sie gestellt. Im Übrigen bejaht die Staatsanwaltschaft das besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung. Es wurde berücksichtigt, dass der geschädigte Brunhöfer nicht angegurtet war. Vielen Dank, Frau Staatsanwältin. Herr Lechner, Sie haben jetzt noch mal den Vorwurf gehört, was die Frau Staatsanwältin vorgelesen hat, was Ihnen zur Last gelegt wird. Es steht Ihnen frei, ob Sie dazu Angaben machen möchten oder nicht. Möchten Sie dazu grundsätzlich was sagen? Ja, ich möchte Angaben machen. Ja, gut. Zunächst zu Ihren persönlichen Verhältnissen. Ludwig Lechner ist bereit, Angaben zu machen, auch über seine persönlichen Verhältnisse. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder, 9 und 17 Jahre alt. Seit 16 Jahren übt er seinen Beruf aus und verdient zurzeit als angestellter Fahrlehrer 2.400 Mark netto im Monat. Den Führerschein machte er vor 20 Jahren. Beruflich und privat fährt er 130.000 Kilometer im Jahr und hat weder Vorstrafen noch Eintragungen in Flensburg. Das ist doch schon was. Aber er hat mir verraten, dass er vor etlichen Jahren einmal 3 Punkte in Flensburg hatte. Zum Glück also doch kein Übermensch, der Herr Lechner. Dann soll er den Unfall aus seiner Sicht schildern. Wir sind dann an diesem Mittwoch, das war der 25. März, im Rahmen der Ausbildungsfahrt mit dem Fräulein Gilsdorf in Schwabing im Ausbildungsgebiet gefahren. Es kam dann eben zu der Feststellung meinerseits, dass er sich also gerade beim Rechtsabbiegen zu wenig nach rechts umgeschaut hat. Daraufhin wurde sie also von mir angesprochen, das künftig deutlicher zu machen. Jetzt nicht nur, dass sie den Radfahrer sieht, sondern hinsichtlich auch zu der anstehenden Prüfung. Ja. Daraufhin hat mich dann das Fräulein Gilsdorf gebeten, ob wir während dieser Übungsstunde nicht mal unter den Bedingungen der Prüfung fahren könnten. Wie viele Stunden hatten die denn schon gehabt?
Zu dem Zeitpunkt waren das so über 30, 31, 32. Wie lange brauchen die denn, bis die so weit sind, dass sie sagen, naja, also den kann ich jetzt zur Prüfung anmelden? Ja, so um die 30 Fahrstunden. Der Prüfungstermin war also schon bereits abgesprochen mit ihr. Und zwar sollte das der 6. April sein. Gut. Und nun hat sie zu Ihnen gesagt, sie will gerne unter Prüfungsbedingungen fahren. Inwieweit unterscheiden sich diese Prüfungsbedingungen von den Bedingungen, wie sie sind, wenn Sie sonst mit ihr fahren? Insoweit, dass ich also außer den Anweisungen nach rechts, nach links überhaupt keine weiteren Weisungen mehr gebe. In einer normalen Ausbildungsstunde versucht man immer noch den Schüler etwas mehr zu führen, dem Hinweise, Tipps zu geben, gerade bezüglich des vorausschauenden Fahrens. Mhm. Und das fällt aber dann bei den Prüfungsbedingungen komplett ganz weg. Mhm. Gut, also und um solch eine Prüfungsfahrt, so eine Probeprüfung hat sich quasi gehandelt. Ja. Und wenn Sie dann da jetzt nochmal weiterschildern, was sich dann ereignet hat? Wir sind dann an diese Unfallkreuzung gekommen. Kurz hat sie mich gefragt, wie fahren wir weiter? Habe ich gesagt, nach links dann. Sie hat sich dann auch daraufhin richtig eingeordnet, also bis zur Fahrbahnmitte. Mhm. Hat den entgegenkommenden Fahrzeuge eben durchgelassen. Zunächst waren es, glaube ich, eins oder zwei, dann kam eine größere Lücke. Und unmittelbar danach hupt es dann schon hinter uns. Dann hat sie mich gefragt, warum hupt der? Und dann habe ich gesagt, lass uns den mal ruhig hupen, konzentrieren Sie sich da weiter auf das weitere Fahren, wie es da weitergeht. Dann schert er hinten aus und stellt sich neben uns, rechts neben uns auf. Und auch zum Linksabbiegen? Auch zum Linksabbiegen, rechts neben uns aufgestellt. Was so in Ausbildungsfahrten eigentlich immer wieder mal vorkommt, dass der dann gleich versucht, eben da schneller vorbei, dran vorbeizukommen. Dann macht er sein Fenster runter, meins war auch schon Spalt auf. Haben wir gedacht, naja, schau ich mal, was er will, vielleicht will er was. Er wollte dann tatsächlich was, er hat nämlich fürchterlich geschimpft. Ich habe mich mit dem auf gar kein Gespräch nicht eingelassen. Ich habe das mehr oder weniger ignoriert, weil ich also schon gemerkt habe, dass das Fräulein Gilsdorf jetzt da langsam ein bisschen nervös wird. Und ich wollte sie also durch mein Verhalten jetzt, dass ich den also zurückbrülle oder was, nicht noch mehr oder noch nervöser machen. Dann haben wir da zu dem Zeitpunkt auch noch den Herrn Fischer dabei gehabt. Der hat zu dem noch irgendwas rüber gesagt durch das offene Fenster, aber was der genau gesagt hat, weiß ich also nicht. Dann hat er mich gefragt, ob ich mir das gefallen lasse, wie der sich da aufführen würde. Und kürzen wir das mal ein bisschen ab. Wie kam es denn dann zum Unfall? Dann kam die Frage von Fräulein Gilsdorf, urplötzlich soll ich losfahren? Dann habe ich gesagt, ja, so wie ich das immer sage, ja, fahren Sie los, wenn es frei ist. Ja. Und da habe ich also schon gemerkt, dass sich das Fahrzeug in Bewegung setzt. Ich habe auch gemerkt, dass das Fräulein Gilsdorf jetzt bei diesem Anfahren einen falschen Gang drin hatte. Das war also nicht der erste, den sie da erwischt hat, sondern der dritte. Und im nächsten Moment, im nächsten Augenblick, wirkte das Fahrzeug ab. Das heißt, der Motor ging aus und ein Bruchteil von Sekunden später hat es dann schon geknallt. Also, haben Sie das entgegenkommende Fahrzeug gesehen? Nein. Weil ich Warum nicht? Ich habe nur noch eins im Kopf gehabt, aha, sie will jetzt parallel mit dem anderen hier aus der Kreuzung rausziehen. Und das geht nicht. Das geht zu schwer, das dauert zu lang. Und eben versucht, diese Korrektur durchzuführen. Ich habe also gar nicht mehr die Zeit gehabt oder die Möglichkeit gehabt, hier nach vorne oder nach rechts zu schauen. Wenn jetzt rechts neben Ihnen ein Fahrzeug steht, haben Sie denn dann eigentlich nicht geradeaus schauen können, durch das Fahrzeug durch, und irgendwas beobachten können bezüglich eines Fahrzeuges, was da entgegenkam? Also zu dem Zeitpunkt, wo ich mich da rüber geschaut habe, wo der mich da also da so fürchterlich angemacht hat, da habe ich also gesehen, dass da Kisten oder Kleider oder irgendwas oder Styropor, also der war auf alle Fälle beladen. Ich konnte nicht durch das Fahrzeug durchsehen. Eine Verkettung unglücklicher Umstände hätte zu diesem Unfall geführt, meint der Angeklagte. Ein rabiater Autofahrer, der mit seinem Kombi die Sicht verdeckte, ein zweiter Fahrschüler, der sich einmischte und eine nervös gewordene Schülerin, die mit einem falschen Gang anfuhr. Trotzdem will sich Ludwig Lechner vor der Verantwortung für diesen Unfall nicht drücken. Immerhin wurden drei Menschen verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden. Für die Staatsanwältin gibt es noch Unklarheiten. Diese Frage von der Fräulein Gilsdorf, soll ich losfahren? Ja. Wann ist die gestellt worden? Stand da das Fahrzeug schon neben Ihnen? War das vor, während oder nach dieser Auseinandersetzung oder diesem verbalen Angriff auf Sie? Ja, zu dem Zeitpunkt, als das Fräulein Gilsdorf mir diese Frage gestellt hat, soll ich losfahren, da hat eigentlich der von drüben her nichts mehr gesagt. Das war also gerade so, wo ich mich mit dem Fischer, wo der Fischer zu mir gesagt hat, hier, lassen Sie sich das gefallen, habe ich gesagt, mein Gott, was soll ich machen? Hätte viel zu tun, wenn ich mich da den ganzen Tag aufrege, wenn da einer hupt oder was. Das kommt ja öfter vor. Hatten Sie sich da umgedreht, um mit dem Herrn Fischer zu sprechen? Umgedreht, ich habe den Kopf nach hinten genommen halt. Und Sie haben dann der Fräulein Gilsdorf nach Ihrer Version geantwortet, sie soll losfahren, wenn es frei ist? Ja, weil das immer so macht. Sie schauen weder, ob Sie was sehen, Sie schauen nicht, ob da was kommt. Sie sprechen mit dem Herrn
hinter Ihnen, Fischer heißt er, glaube ich, und sagen dann so lapidar, fahrenslos, wenn es frei ist. An sich hätten Sie in dem Fall doch sagen sollen, Sie sehen ja gar nicht. Solange Sie nichts sehen, können Sie auch nicht losfahren. Da stehe ich auch zu dem Fehler, soweit ich dazu also stehen kann, dass ich also in dem Augenblick oder in dieser Situation nicht gesagt habe, gut, brechen wir hier ab, Prüfungsfahrt, das wird mir jetzt zu riskant, dass ich eben gesagt habe, fahren Sie zu, wenn es frei ist, ist die Sache, dass man also den Schüler nicht nur zum Fahren, zur Bedienung des Fahrzeugs schulen möchte, sondern dass man ihm auch in seinen Entscheidungen schulen möchte. Also nicht von mir aus machen Sie, was Sie wollen, sondern ich möchte jetzt sehen, ob Sie die Situation erkannt haben. Können Sie losfahren oder können Sie nicht losfahren? Das ist zwar vollkommen richtig, aber wir sind uns doch einig, wenn ich darauf nochmal zurückkommen darf, dass das voraussetzt, dass erstmal Sie die Situation erkannt haben. Und gerade daran fehlt es ja hier. Das ist richtig und das ist eben der... Das ist der Punkt, von dem wir reden. Das wollte ich nur nochmal herausarbeiten. Ja. Nachdem Sie bemerkt hatten, dass der dritte Gang eingelegt wurde, wenn ich Sie recht verstanden habe, haben Sie versucht, das dahingehend zu korrigieren, dass Sie durch Einkuppeln und dem Versuch, den ersten Gang da reinzubringen, das korrigieren wollten. Ist so richtig? Richtig. Ich bin also sofort, als ich das gemerkt habe, im selben Augenblick auf die Kupplung, habe vom dritten aus den ersten geschalten und wollte losfahren. Und das ist mir aber dann nicht gelungen, weil das Fräulein Gilsdorf in dem Augenblick die Kupplung blockiert hat. Wo befand sich denn das? Waren Sie da schon direkt, sag mal, auf der Fahrspur des Taxifahrers? Oder? Auf der Fahrbahn, wo der Taxifahrer mitten kam. Auf der Kreuzung sozusagen. Ja. Mhm. Vielleicht können Sie das kurz für die Frau Staatsanwältin und für uns hier nochmal an der Skizze erläutern, wenn Sie nochmal vorkommen, Herr Lichner. Sie haben also hier diesen Kreis, diese Pünktchenmarkierung. Das soll das Splitterfeld sein, wo also die Blinkerglas und Scheinwerfer und so weiter runtergefallen sind. Die Anstoßstelle. Das war Ihre Fahrtrichtung. Sie richtig, sollen hier so reinfahren und da kam der andere entgegen. Mhm. Ist das ungefähr so richtig, Ihrer Erinnerung nach, dass sich das alles auf der Gegenfahrbahn abspielte? Wir standen ja immer noch vorher innerhalb unserer Fahrbahnhälfte. Mhm. Und erst dieser Anfahrversuch, dieser Startversuch, brachte uns dann in die Fahrbahnhälfte des Gegenverkehrs. Zu den Beschädigungen. Das sieht man wohl hier. Hier war Ihr Fahrzeug da hinten beschädigt. Ja, das richtig, Fahrzeug. Ja. Und hier sieht man es nochmal. Und das war die Beschädigung an dem anderen Fahrzeug. An dem Taxi, jawohl. Und die Autos standen dann auch nach dem Unfall ungefähr so, wie Sie hier... Wie Sie hier auf dem Foto oder sind. Waren Sie dann anders und sind irgendwie verstellt worden? Nein. Nein, das ist schon richtig so. Ja. Gut. Ich habe dann keine Fragen mehr an Sie, wenn Sie bitte wieder Platz nehmen. Frau Staatsanwältin, haben Sie noch Fragen? Danke, keine Fragen mehr. Frau Rechtsanwältin, haben danke, Sie noch Fragen? Danke, keine. Keine, gut. Dann können wir in die Beweisaufnahme eintreten. Dann fangen wir jetzt an mit dem Herrn Brunnhöfer, wenn Sie den bitte reinrufen. Der Zeuge Brunnhöfer, bitte. Weil der Taxifahrer Josef Brunnhöfer von seinem Recht Gebrauch machte, sich bei Fahrgastbeförderungen nicht anschnallen zu müssen, hatte er sich beim Unfall schwere Gesichtsverletzungen zugezogen. Können Sie sich an den Vorfall noch erinnern? Direkt. An den Vorfall, ja, bis es gekracht hat eigentlich. Ja. Weil ich habe dann eine Gehirnerschütterung gehabt und ja. Danach nichts mehr. Haben Sie noch eine Erinnerung bis zum Unfallereignis oder setzt Ihre Erinnerung schon früher nein, aus? Nein, bis dahin schon. Ja, wenn Sie uns das mal in aller Kürze erzählen, wie sich da zugetragen hat, dass es zu dem Unfall kam. Sie sind diese... Ich fuhr diese Reventlow-Straße. Ja. Vorfahrt habe ich gehabt. Ja. Vor mir bog ein Kombi ab. Also der ist vor Ihnen so rüber, das dass war Sie gesagt haben, aha, da biegt ja. einer normal ja. von mir ab, obwohl ich da komme, aber das geht gut. Ja. Gut. Dann war der vorbei und was haben Sie dann als nächstes gesehen, wie der weg war? Ja, dann stand... Stand, für ja. mich, also blitzartig war, ja. war dann der Fahrschulwagen da. Ja, und der war vorher durch den Kombi verdeckt? Oder haben so Sie den hinter dem Kombi herfahren sehen? Ich habe also den nicht realisiert. Sie sind dann... in das Auto reingefahren, so hinten, seitlich soll es gewesen sein, stimmt das? Oder haben Sie da keine Erinnerung mehr dran? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das war. Wie schnell sind Sie gefahren? 60 ungefähr. 60? Ja. Was ist da erlaubt? Ist das eine normale Straße? Da ist eine normale 50. 50 ist erlaubt. Aber Sie wissen ja, Herr Richter, ich meine, wer fährt 50? Ich halte mich da immer so an 60, tachomäßig, und wo 60 erlaubt ist, 75, da habe ich noch nie Probleme gehabt. Weil das ist... Gut. Haben Sie noch nie Probleme gehabt, möglicherweise, weil Sie Glück gehabt haben? Wenn ich wirklich 50 fahre, dann halte ich ja jeden Privatfahrer auf. Ging nichts mehr weiter? Da geht nichts mehr weiter. Und wenn ich auf dem mittleren Ring 60 fahre, da ist ja 80 eigentlich die Norm. Dann sagt der ja. Fahrgast, dann steige ich ja gleich aus. Sehr schön. Die Verletzungen, die man dann jetzt sieht bei Ihnen, Herr Brunnhöfer, stammen die von dem Unfall? Ja, alle. Ja? Die hier an der Stirn. Eine an der Stirn, die längst? Ja. Dann am Auge. Da habe ich also Glück gehabt, dass ich mein Augenlicht nicht verloren habe. Ja. Ja, und die hier auch. Auch. Das, ich bin ja
in die Scheibe reingeflogen. Und dann habe ich noch... Nasenbeinfraktur, stimmt das? Auch. Ja, auch. Prellungen, Brustkorb. Brustkorbprellung, Rippenprellung. Rippen, Bein auch, Kniescheibe. Wie lange waren Sie krank? 4 Wochen war ich insgesamt krankgeschrieben. Sind Sie ins Krankenhaus gekommen zunächst mal? Krankenhaus gekommen, ja. Und dann sind Sie aber 4 Wochen noch krank zu Hause geblieben? Ja, daheim habe ich mich pflegen lassen. Haben Sie jetzt heute noch irgendwelche Beschwerden? Außer den Narben, die da noch sind? Ja, ein bisschen geschwollen ist das Bein noch. Bleibt da irgendwas? Hat der Doktor was gesagt? Der Doktor sagt, es bleibt nichts. Ich hoffe es, weil ich gern Sport treibe. Geht mit der Zeit wieder weg. Aber also irgendwie so gewisse Spannungen, so, das habe ich schon noch. Und nach Aktenlage ist es so, dass Sie nicht angeschnallt waren? Nein. Ich muss mich ja nicht anschnallen, aber das war wahrscheinlich richtig. Der Fehler meines Lebens. Sie müssen sich nicht anschnallen, vielleicht tun Sie es ja jetzt in Zukunft dann doch. Ja, nachdem Sie das Erlebnis gehabt haben. Ich arbeite schon wieder, ich tue es und ich mache auch groß Werbung an den Stammplätzen für die Kollegen, denn das waren also ganz schöne Schmerzen. Ja, denn zum Beispiel die Gesichtsverletzungen oder so wären ja sicherlich nicht eingetreten. Sicher, weil ich wäre nicht an die Scheibe geprallt im Kopf und das wäre mir alles erspart geblieben. Gut, Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen an den Zeugen? Herr Brunhöfer, wie weit waren Sie denn schätzungsweise mit Ihrem Fahrzeug von dem Kastenwagen entfernt, als der Ihre Fahrbahn passiert hat? In Metern ausgedrückt, ungefähr, also wenn Sie schätzen können. Vielleicht 40 Meter, 50 Meter. Das. Und wie weit waren Sie dann von dem Golf entfernt, als Sie ihn zum ersten Mal gesehen haben und wahrgenommen haben, dass der jetzt da steht? Das kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Überhaupt nicht mehr. Das war also für mich, wie soll ich sagen, es kam schlagartig. Mhm. Haben Sie nicht mehr bremsen können, überhaupt nicht mehr? Ich bin überfragt, ich weiß es nicht. Hatten Sie irgendwie auf den Tacho geschaut, dass Sie so sicher sind, dass das 60 war? Oder ist es mehr so Daumen-Pi-Schätzung, so nach dem Motto, ich fahre immer ungefähr 60, also wird es dieses Mal auch so gewesen sein? Ungefähr so ist es, ja. Dass also Sie haben nicht auf den Tacho geschaut, sondern es ist mehr eine Schätzung? Ja, das ist so eine Schätzung. Ich habe sonst keine Fragen, danke. Herr Brunhöfer, Sie haben selbst gesagt, dass Ihnen durchaus bewusst ist, dass Sie infolge des Nicht-Angeschnallt-Seins diese starken Verletzungen erlitten haben. Und jetzt schnallen Sie sich ja an. Zu diesem Punkt möchte der Herr Lechner Ihnen gerne etwas sagen. Herr Brunhöfer, ich bin also bisher nicht dazu gekommen. Ich möchte jetzt nur noch zum Ausdruck bringen, dass mir Ihre Verletzungen also sehr leid tun, dass das passiert ist dabei. Und ich möchte nur dann sagen, dass ich da also Anteil nehme dran. Vielen Dank. Bitte. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, Herr Brunhöfer. Und zwar, Sie sind ja an die Wahrheitspflicht erinnert worden. Und ich möchte Sie noch einmal eindringlich wirklich bitten, sich zu erinnern. Könnte es nicht auch sein, dass Sie schneller als 60 gefahren sind? Möglich. Ja, möglich ist es eventuell, weil dem Fahrgast hat es ziemlich pressiert. Darf ich vielleicht eben einwenden? Unter Umständen müsste man Ihnen dann aber nach 55 StPO darauf hinweisen, dass er die Frage dann nicht zu beantworten braucht, wenn er sich eventuell selbst ein Strafverfahren an den Hals zieht. Ja, die Geschwindigkeitsüberschreitung wäre ja zunächst einmal nur, so wie sie es jetzt darstellt, eine Ordnungswidrigkeit und die ist ja wohl mittlerweile verjährt. Ja, sie sind ja nur als Zeuge mal vernommen worden. Es ist ja nicht ganz ausgeschlossen, dass aufgrund seiner Geschwindigkeitsüberschreitung kausal eben auch Verletzungen eingetreten sind bei anderen Personen, beispielsweise beim Beifahrer und bei dem Fräulein Gilsdorf. Da müsste man dann aber einen Sachverständigen dazu befragen, wie das wäre. Das kann man ja dann machen. Wenn gewesen wäre, wenn und so weiter. Das würde gegebenenfalls natürlich auch beantragt werden. Genau. Ja. Ja, gut, also ich kann Sie ja mal vorsorglich belehren, ehe Sie mir jetzt dann noch einmal vielleicht was dazu sagen wollen, dass Sie auf solche Fragen, durch deren wahrheitsgemäße Beantwortung Sie sich selber einer Straftat bezichtigen müssten, natürlich nicht Antworten brauchen. Also wollen Sie jetzt dazu noch was sagen zu Ihrer Geschwindigkeit? Ich möchte nicht, dass der Herr Lechner wegen dem eventuell schnelleren Fahren da mehr belastet wird, aber ich möchte mich natürlich auch nicht reinreiten. Ich kann es wirklich... Das Dilemma ist mir klar. Ich kann es Ihnen nicht sagen, wie es war. Noch Fragen bezüglich der Geschwindigkeit an den Zeugen? Von meiner Seite nein. Keine? Er hat gesagt, möglich schneller, das reicht, danke. Brauchen wir dann den Zeugen noch, oder? Ja, also da möchte ich Sie schon bitten, den Zeugen noch nicht zu entlassen, weil die Aussage natürlich schon sehr wichtig ist für meinen Mandanten, dass wir gegebenenfalls noch mal einen Vorhalt machen können. Ja. Herr... Dem schließe ich mich an. Gut. Der Zeuge Brunhöfer wird also noch nicht entlassen. Er soll draußen warten für den Fall, dass er noch gebraucht wird. Als nächste Zeugin wird die inzwischen 20 Jahre alt gewordene Melanie Gilsdorf aufgerufen. Sie ist Arzthelferin und wohnt bei ihrer Mutter. Sie sind in diesen
Verfahren, das mir vorliegt, mal als Beschuldigte vernommen worden und das Verfahren ist dann abgetrennt worden und an die Jugendabteilung abgegeben worden bezüglich Ihrer Person. Haben Sie da was gehört, dass Sie da irgendwie zu Gericht kommen mussten oder wegen dieses Unfalles? Das ist dann eingestellt worden, ne, das Verfahren. Dann jetzt einmal zu diesem Verkehrsunfall, wo Sie ja Fahrschülerin waren, in der Reventlowstraße am 25. März. Ja, also wir fuhren auf der Reventlowstraße, ja, und ich sollte dann einbiegen in die Johann-Fichte-Straße. Und das ist links einbiegen, ja? Links, ja. Und da kamen mir ein paar Autos entgegen, die musste ich zuerst vorbeilassen. Mhm. Ja, und dann nach 2, 3 Wagen hat es plötzlich hinter uns gehupt. Und kurz danach stand dann ein Kombi neben uns, so rechts schräg neben uns. Rechts schräg neben Ihnen, ja. Und ja, hat uns angemeckert, dass wir... Ob ich nicht schneller über die Kreuzung fahren könnte und so. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, fahr doch los. Ah, ja. Und dann habe ich mich nochmal vergewissert und habe gefragt, soll ich losfahren? Und dann hat der Herr Lechner gesagt, ja, fahr's los. Mhm. Und ich habe aber dann den dritten Gang erwischt. Und ich bin gleichzeitig mit dem Kombi, wollte ich rüberfahren. Und da hat dann der Wagen nach ein paar Metern dann gestreikt, ist dann noch gehoppelt und ist dann stehen geblieben. Haben Sie eigentlich aus der ursprünglichen Fahrtrichtung, aus der Sie kamen, geradeaus schauen können auf den Gegenverkehr? Nein, in dem Kombi standen Kisten oder sowas und ja, ich hätte auch gar nicht sehen können. Sie wollten also Ich wollte mit ihm gleichzeitig rüber, ja. Haben gedacht, wenn der fährt, wird wenn schon der frei fährt, sein. Wenn der fährt, dann wird frei sein, ja. Ja. Ja, ja. Ich meine, jetzt bin ich schlauer. Ja. Ja, für den war es ja auch frei. Ja. Verstehen Sie? Der ist ja rübergekommen. Wenn Sie einen richtigen Gang erwischt hätten und auch zügig mitgefahren wären, wäre es ja wahrscheinlich zu nichts gekommen. Haben Sie eigentlich, nachdem Sie gefragt haben, soll ich jetzt losfahren? Und der Herr Lechner hat dann gesagt, ja, fahr los. Haben Sie da erst den Gang eingelegt oder hatten Sie den vorher schon eingelegt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Können Sie nicht mehr erinnern, ob Sie den schon drin hatten oder erst da eingelegt? Das weiß ich nicht mehr. Sind Sie durch den Unfall verletzt worden? Ja, ich hatte ein Halswirbelschleudertrauma und habe dann 2 Wochen so eine Manschette getragen. Ja. Und am Oberschenkel habe ich dann so eine Prellung noch gehabt. Ja. Und bezüglich des entgegenkommenden Fahrzeuges, mit dem es dann zum Unfall kam, bezüglich dieses Taxifahrers, können Sie mir nicht sagen, ob Sie das gesehen haben, wie das gefahren ist, ob das schnell gefahren ist? Nee, überhaupt nicht. Ich habe gar nichts gesehen. Haben Sie vor dem Unfall gehört, dass der gebremst hatte? Bremsen quietschen oder sowas? So Reifen, bisschen quietschen. Reifen quietschen. Ja. Na, quietschen war das nicht, das war eigentlich ja mehr ein Rutschen. Gut. Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Sind die Verletzungen jetzt endgültig ausgeheilt, ja, oder? Ja, da spüre ich nichts mehr. Gab es uns keine Fragen? Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Ja, Frau Gensdorf, es ist ja nun schon eine Weile her. Bitte versuchen Sie, sich genau zu erinnern. Könnte es auch sein, dass der Herr Lechner zu Ihnen gesagt hat, fahren Sie los, wenn frei ist? Ja, also... Da bin ich mir, nicht hundertprozentig sicher, aber das kann gut möglich sein, weil es hat er sonst auch mal gesagt, fahren's los, wenn frei ist. Und das kann gut durchaus möglich sein, dass er das gesagt hat. Vielen Dank, keine weiteren Fragen. Gut. Sie haben keinen Strafantrag gestellt? Nein. Gegen den Herrn Lechner? Nein. Wegen Ihrer Verletzung? Gut. Melanie Gilsdorf wird entlassen, bleibt aber noch im Gerichtssaal und hofft, dass ihr Fahrlehrer nicht bestraft wird und dass Florian Fischer ihn mit seiner Aussage nicht belastet. Also wir sind an die besagte Kreuzung gekommen und kurz vor der Kreuzung hat uns rechts ein weißer Kombi ist rechts vorangefahren. War das eine Kreuzung? Eine Kreuzung ist in der Regel mit 4. Eine Abzweigung. Abzweigung, ja. Wir wollten nach links rücken, eine Abzweigung. Und der hat eben gehupt, hat geschimpft. Daraufhin habe ich ihm gemeint, er soll weiterfahren und habe dann auch den Herrn Lechner gefragt, warum er sich das bieten lässt. Und in dem Moment dreht er sich um und sagt ihm, das macht er nie. Also er dreht sich um, der Herr Lechner. Herr Lechner hat sich zu mir umgedreht, um mir auf meine Frage zu antworten. Und in dem Moment fragt die Melanie, ob sie losfahren soll. Mhm. Und in der gleichen Bewegung, also der Herr Lechner hat sich noch zu mir umgedreht, antwortet er, ja, sie soll losfahren. Mhm. Und wir sind gleichzeitig mit dem Kombi losgefahren. Mhm. Und kurz darauf hat es gekracht. Also in dem Moment, wo er gesagt hat zu Fräulein
Gilsdorf, sie soll losfahren, hat er zu Ihnen nach hinten geschaut? Ja. Ah ja. Mich interessiert, ob Sie irgendwas sehen konnten auf der Gegenfahrbahn, der Straße, die Sie ursprünglich befuhren, also die Reventlowstraße. Ich habe ganz kurz habe ich das Taxi kommen sehen, daher hatte ich die Möglichkeit, mich festzuhalten. Wann daher haben Sie das Taxi kommen sehen? Ich habe das Taxi kommen sehen, nachdem der Kombi die Straße verlassen hat. Wie weit waren das da noch weg? Schwer zu schätzen, vielleicht. In Autolängen? Fahrzeuglängen? Eine bis zwei. Ein bis zwei Fahrzeuglängen war es nur noch weg? Ja, also es ging zack, zack. Irgendeine Aussage darüber, wie schnell das Taxi gefahren ist? Also es muss, ja, ist schwer zu schätzen, aber ich glaube schon, nachdem es so rasch ging, dass er schon flott gefahren ist. Wenn man so kurz hinguckt, haben Sie Bremsgeräusche gehört? Ja. Ja? Ja. War das lang anhaltend? Nein. Oder nur kurz? Nein, kurz. Gut. Können Sie dazu etwas sagen, ob der Gang von Fräulein Gilsdorf schon längerer Zeit vorher eingelegt war, die Kupplung getreten war und dann losgefahren wurde? Oder ob sie den auf die Aufforderung hin, fahr los, den Gang eingelegt hat und dann losfuhr? Nein, der Gang wurde bereits vor der Aufforderung eingelegt. Nur wie sie dann angefahren ist, hat sie gemerkt, dass der falsche Gang eingelegt war, nämlich der dritte. Ja. Mein Name ist Felix Leischke. Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Ja, sehr schön, Herr Leischke, dass Sie überhaupt noch gekommen sind. Das ist sehr nett. Wenn Sie so nett wären... Ich kann doch nicht dafür, wenn die Maschine in Berlin nicht landen kann. Der ist nicht mal über Berlin gekreist, der runterkam und ich mitfliegen konnte hier nach München. Herr Leischke, sehr schön, wenn Sie so nett wären und würden mal kurz draußen warten. Wir rufen Sie gleich rein, weil wir gerade in der Vernehmung eines Zeugen sind, ja? Ja, so ein Quatsch, ist zu spät und ja zu früh. Und ja, wenn Sie draußen bitte mal warten. Tue ich ja. Noch eine Frage. Sind Sie verletzt worden bei dem Unfall? Nein, ich war angegurtet. Sie waren hinten angegurtet? Ja. Sehr schön. Gut, Frau Staatsanwältin, haben Sie noch Fragen? Danke, Karl. Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Der Zeuge kann wohl auch entlassen werden, brauchen wir nicht mehr, verzichtet auf Vereidigung. Ja. Florian Fischer bleibt nach seiner Vernehmung im Gerichtssaal. Auch ihn interessiert der Ausgang des Verfahrens gegen den Fahrlehrer. Als letzter Zeuge wird Felix Leischke, der eilige Immobilienmakler aus Berlin, aufgerufen. Diesmal lag seine Verspätung am Nebel über dem Berliner Flughafen und nicht an einem Unfall im Taxi, um den es in dieser Verhandlung geht. Mit dem Herrn Brunhöfer sollen Sie unterwegs gewesen sein. Können Sie sich an die Fahrt noch erinnern? Naja, wie immer hatte ich das sehr eilig. Ich hatte einen wichtigen Termin auf der Kanarischen Insel. Ging da ein ganz großes Geschäft, so um 50 Bungalows und einige zig Also Millionen. Sie können sich an den Vorfall noch erinnern? Und? Ja, ich hatte es sehr eilig und mein Taxifahrer... Saßen Sie neben ihm oder saßen Sie auf der Rückbank? Neben ihm saßen Sie. Ja, und angeschnallt natürlich. Und Sie waren angeschnallt und dann ist es zu einem Unfall gekommen. Ja, wir fuhren nur ziemlich zügig. Ich habe ihm auch gesagt, jetzt drück mal ein bisschen auf die Tube. Ich habe es ja eilig, darf das Flugzeug nicht verpassen. Ja. Und kriegt den Anschluss bei der Iberia in Frankfurt nicht. Ist er daraufhin auch flott gefahren? Ja, der war richtig lieb, war der Junge. Ja. Der fuhr schön flott und naja, immer kommen wir dann in so eine komische Kreuzung, war nicht eine direkte Kreuzung. Nein, auf immer stand da vor uns ein Wagen und setzte sich in Bewegung und bog nach so rüber ab. Und als der weitergefahren war, der war so ein Kombiwagen, da stand vor uns auf immer ein anderer Wagen. Hinter dem muss der gewesen sein. Und der stand auf immer mitten auf der Fahrbahn und versperrte uns den Weg. Und mein Taxifahrer, der versuchte noch zu bremsen, aber war zu spät und in einer ziemlichen Wucht fuhren wir in den Rhein. Mhm. Er hat also gebremst, der Taxifahrer. Klar hat er gebremst, aber es hat nicht mehr gereicht. Na, sind Sie durch den Unfall verletzt worden, Herr Leischke? Ja, Schulterprellung und furchtbare Kreuzschmerzen. Das hat eine ziemliche Weile gedauert, bis er weg ist und manchmal tut das noch weh. Ja. Herr Leischke, Sie haben mal bei der Polizei in Berlin angegeben, dass Sie ein Halswirbelschleudertrauma hatten. Also so hier oben eine Verletzung der Wirbelsäule im Halsbereich. Ist das richtig? Na, ich habe nicht direkt den Ausdruck benutzt, der ist mir vollkommen fremd, aber ich habe gesagt, wenn hier der Hals wehtut und, und dann haben die so einen komischen Ausdruck, HWS oder so. Aber haben Sie so eine Halskrause gehabt, so eine steife Halskrause? Naja, 2-3 Tage. Nicht? 2-3 Tage? Ja. Gut. War mir zu unbequem. Wie Sie eben hier reingekommen sind, sind Sie etwas verlangsamt gegangen? Ist das auf den Unfall zurückzuführen? Nee, das ist leider schon wieder eine andere Sache. Da bin ich neulich mal bei mir zu Hause über die Kellertreppe gestolpernd runtergefallen. Sie haben Strafantrag gestellt gegen den Herrn Lechner, gegen den Taxifahrer? Jawohl. Jetzt habe ich nur noch eine Frage an Sie.
Wie war das denn? Sie haben gesagt, das war ein braver Junge oder sowas, der ist schnell gefahren, ja, weil Sie es eilig hatten. Können Sie mir was dazu sagen, wie schnell er gefahren ist, der Taxifahrer? Naja, ich war natürlich furchtbar nervös und habe dann oft nach der Uhr gekickt und auch nach dem Tachometer, nicht? Mhm. Und da habe ich dann gesehen, dass das ungefähr so 65, vielleicht sogar 70 waren. Waren es 65, waren es 70, wenn Sie hingeschaut haben? Na, ich glaube, es waren eher 70. Waren eher 70. Gut. Ja, ich habe dann keine Fragen mehr, Frau Staatsanwältin. Haben Sie Fragen? Nein, danke. Herr Leischke, folgende Frage. Wie weit waren Sie weg, mit anderen Worten, wie weit war das Taxi weg, als plötzlich der Fahrschulwagen dastand? Na, also circa 30 Meter, also eher mehr als weniger. Das kommt ja unheimlich präzise. Können Sie beispielsweise hier schätzen, wie lang der Gerichtssaal ist? Warte mal. Na ja, 10, 11 Meter soweit. Hm? Kompliment. Woher können Sie so gut schätzen? Ich war mal bei der Artillerie. Vielen Dank. Ja. Ich darf also wiederholen, circa 30 Meter Entfernung. Ja, ja. Gut. Also eher mehr, nicht? Eher mehr. Dankeschön. Eher mehr sind die Obergrenze, wenn Sie die noch legen können. 30, ja. Mehr als 30 können auch 100 sein, verstehen Sie? Na, dann würde ich sagen 35. 30 bis 35 Meter? Ja, ja. Gut. Können wir den Zeugen entlassen? Ja. Ja? Ja. Herr Sachverständiger, die jetzige Sache hat sich leider etwas verzögert. Aber wir werden dann alsbald mit Ihnen beginnen. Wollen Sie sich schon hinsetzen? Herr Vorsitzender, oder? Wenn ich da, Entschuldigung, wenn ich da einen Vorschlag machen darf. Es ist ja unheimlich günstig, dass wir jetzt gerade den Sachverständigen da haben, wenn er auch für die nächste Sache geplant war. Bei uns zeichnet sich ja ab, gerade nach der Aussage des Zeugen Leischke, dass wir vermutlich auch ein Sachverständigengutachten brauchen werden. Ein unfallanalytisches zur Frage der Vermeidbarkeit des Unfalls. Insofern würde ich Sie bitten oder würde ich anregen, dass wir vielleicht dem Herrn Sachverständigen schon mal die Handakten zur Verfügung stellen. Den Anklagesatz und die Skizzen kann ich ihm jeden Können Fall Sie schon mal gegen, zur Verfügung stellen. Sehen Sie sich dazu in der Lage, Sie haben jetzt die ganze Hauptverhandlung nicht miterlebt, es geht um einen Verkehrsunfall. Wollen Sie sich erst einmal die Akten anschauen, die Ihnen die Frau Staatsanwältin gibt? Das ist also eine Kopie der Gerichtsakte. Wenn ich ein paar Minuten Zeit haben kann, ja. Herr Sachverständiger, wenn Sie bitte so nett wären und würden vorkommen, dann könnte ich Ihnen die Skizzen, die beiden Maßstabskizzen und die Fotos schon einmal übergeben, zusätzlich zu den Akten, die Sie von der Frau Staatsanwältin haben. Und dann können Sie ein Gutachten ja möglicherweise schon vorbereiten. Ja? Gut. Wird der Herr Leischke noch gebraucht oder können wir den Herrn Leischke kann entlassen? Entlassen? Herr Richter, wird verzichtet auf Vereidigung? Ja. Gut. Darf ich Sie bitten, zu bleiben? Ich möchte gerne sehen, wie das weitergeht und was mit dem Angeklagten passiert. Selbstverständlich. Felix Leischke braucht anscheinend noch nicht zum Flughafen zu hetzen, um seinen Rückflug nach Berlin nicht zu verpassen. Er lässt sich die Gebührenanweisung für seine Unkosten geben und bleibt im Gerichtssaal. Der technische Sachverständige möchte sich während der Vernehmung des nächsten Zeugen mit den Unfallakten vertraut machen. Polizeimeister Hubert Knecht wird aufgerufen und zum Richtertisch gebeten. Sie haben hier verschiedene Skizzen gefertigt. Ist das richtig so von Ihnen erstellt worden, die Skizze? Jawohl. Zur Erläuterung, da ist also eine Radierspur. Ja, eine kleine. So halten. Radierspur von 0,5 Meter und eine Blockierspur von 4,5 Meter. Genau. Dahinter steht Taxi. Genau. Haben Sie die dem Taxi zuordnen können, diese Jawohl. Spur? Jawohl, einwandfrei. Das sieht man auch auf den Bildern, die Blockierspur, dass die vom Taxi sind. Größere Spuren, längere Spuren haben Sie nicht feststellen können? Nein, Fahrbahn war nass. Fahrbahn war nass. Konnte leider nichts festgestellt werden. Gut. Haben Sie Fragen, Herr Wiedemann? Nein, danke. Fahrbahn war, glaube ich, sonst Schwarzdecke, normal. Keine Baustelle, kein Geröll, nichts da. Ja, mich würde interessieren, wie viele Insassen jeweils in den Fahrzeugen waren. Ja, das kann ich Ihnen dann noch beantworten. Zuerst noch Fragen an den Zeugen, keine mehr. Polizeimeister Knecht war als Zeuge dienstlich im Gericht, hat also keine Unkosten gehabt. Er kann zu seiner Inspektion zurückfahren. Der Richter beantwortet dem Sachverständigen die Frage nach den Insassen der Fahrzeuge. Im Fahrstuhlwagen saßen 3 und im Taxi 2 Personen. Der Richter stellt dann die Frage, ob für den Taxifahrer der Unfall vermeidbar gewesen wäre, wenn er nicht schneller als 50 gefahren wäre und den mitten auf der Straße stehenden Fahrschulwagen in einer Entfernung von ca. 35 Metern erkannt hätte. Anders ausgedrückt, kann man bei Tempo 50 ein Auto innerhalb von 35 Metern mit einer Vollbremsung zum Stehen bringen? Wenn ja, muss der Taxifahrer schneller als 50 gefahren sein. Ihn träfe dann eine erhebliche Mitschuld am Unfall. Anhand der Beschädigungen lässt sich unschwer feststellen, dass das Taxi mit der rechten vorderen Ecke
etwa auf Höhe des rechten Hinterrades des Fahrschulwagens aufgestoßen war. Der Fahrschulwagen ist im Uhrzeigersinn mit dem Heck gedreht worden und das Taxi hat sich dann noch unter Spurzeichnung auf beiden Seiten von 4,50 Meter Länge weiter bewegt. Wenn man nun diese Bewegungen, die nasse Fahrbahn zum Unfallzeitpunkt, die Insassen der Fahrzeuge bzw. die Massen der Fahrzeuge berücksichtigt, dann rechnet sich, dass das Taxi mit einer Geschwindigkeit von etwa 40 km/h gegen den Fahrschulwagen gestoßen war. Nun, wie schnell das Taxi vorher gefahren war, lässt sich nicht berechnen, nachdem ja Verzögerungsspuren vor dem Unfall nicht festgestellt worden sind. Ich muss also hier von der Aussage des Zeugen ausgehen und unterstelle, dass die Annäherungsgeschwindigkeit etwa 70 km/h betragen hat. Wenn er 50 gefahren wäre und stark gebremst hätte, wäre der Unfall bei 50 km/h sehr leicht vermeidbar gewesen, weil er in ausreichendem Abstand zu diesem in der Einmündung stehenden Fahrschulwagen zum Halten gekommen. Nur noch eine Frage dazu. Haben Sie dabei berücksichtigt, dass es nass war? Ich habe berücksichtigt, nasse Fahrbahn und ansonsten griffige Asphaltfahrbahn. Gut. Aus diesem rechten Beispiel wäre der Unfall leicht und locker vermeidbar gewesen. Ja, wenn er da 50 gefahren wäre, wäre der Unfall vermeidbar gewesen. Gut, vielen Dank, Herr Wienemann. Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Keine, danke. Keine, gut. Ob ich noch Fragen habe, das hängt von einer Vorfrage an die Staatsanwaltschaft ab. Frau Staatsanwältin, reicht Ihnen die Aussage des Sachverständigen als Nachweis für die Vermeidbarkeit aus? Reicht mir aus. Also wenn Sie darauf abheben wollen, ob man den Herrn Brunhöfer noch mal braucht, ich brauche ihn nicht mehr. Vielen Dank, dann habe ich zunächst einmal keine Fragen an den Sachverständigen. Können wir ihn entlassen? Ja. Anträge zur Vereidigung werden nicht gestellt. Kein Antrag. Herr Wiedemann, vielen Dank, dass Sie schon vorzeitig uns zur Verfügung gestanden haben. Sie sind ja dann im nächsten Fall auch noch da, wenn Sie dann gleich Platz behalten. Die nächste Frage war jetzt dann, die ich stellen muss, ob wir den Herrn Brunhöfer noch mal brauchen. Sie haben gesagt nein. Und ich greife auch, was die Frau Staatsanwältin eben gesagt hat, da für die Staatsanwaltschaft der Nachweis der Vermeidbarkeit ebenfalls vollgegeben ist und der Zeuge ja schon kundgetan hat, dass er sich nicht reinreiten möchte, verzichte auch ich auf diesen Zeugen. Gut, dann holen wir auf jeden Fall den Herrn Brunhöfer noch rein und sagen ihm, dass er jetzt dann endgültig gehen kann. Herr Brunhöfer, bitte. Herr Brunhöfer, es sind jetzt doch keine Fragen mehr an Sie da. Sie können gehen. Ja. Wir haben Sie aber bitte. Ja, auf die Vereidigung muss man verzichten. Erstens das und zweitens, haben Sie Unkosten gehabt dafür, dass Sie heute hierher gekommen sind? Aber ich kaufe ja. Ja, dann kriegen Sie die ersetzt, wenn Sie Vorkosten kommen. Ich habe noch nicht mal mein Taxi bezahlt, darf ich denn geben? Ja, gut. Danke. Bitte. Was hier gut. Also, auf die Vereidigung des Zeugen Brunhöfer wird allseits verzichtet. Ja, dann bleiben Sie unbeeidigt. Und kriegen ihre Entschädigung. Und da Felix Leischke hat sich anscheinend daran erinnert, seine Fahrt am Unfalltag noch nicht bezahlt zu haben. Großzügig hat er dem Taxifahrer 100 Mark in die Hand gedrückt. Dann meldet sich die Verteidigerin zu Wort. Sie möchte eine Erklärung abgeben und einen Antrag stellen. Und zwar möchte ich anregen, das Verfahren gegen meinen Mandanten gemäß 153a StPO einzustellen. Und zwar bin ich der Meinung, dass aufgrund der Zeugenaussagen und aufgrund der überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen eindeutig feststeht, dass der Unfall für den Zeugen Brunhöfer vermeidbar gewesen wäre, wenn dieser verkehrsgerechte Geschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeit eingehalten hätte. Das heißt also, dass die ohnehin schon nicht sehr hohe Vorwerfbarkeit des Verhaltens meines Mandanten jetzt noch einmal mehr abgeschwächt wird. Wenn man dann noch davon ausgeht, dass die Verhängung der Geldstrafe im Strafbefehl hauptsächlich deswegen erfolgte, weil die Verletzungen der Beteiligten teilweise sehr schwer waren, und man jetzt aber bedenkt, dass die wiederum darauf zurückzuführen sind, dass aufgrund eines erheblichen Mitverschuldens des Zeugen Brunhöfner beispielsweise nicht angeschnallt zu sein, diese eingetreten sind, dann meine ich, sind hier wirklich die Voraussetzungen für eine Einstellung nach 153 klein a, also Einstellung gegen Geldbuße, gegeben. Und ich meine auch, dass das öffentliche Interesse, dass dem Genüge getan wird durch die Auferlegung einer Geldbuße. Ich bitte, diesem Antrag stattzugeben. Frau Staatsanwältin, ja, also im Prinzip bin ich auch dieser Auffassung. Ich denke, man wird sicherlich sagen müssen, dass Mitverschulden, das also hier von Seiten des Taxifahrers eingebracht worden ist, geht eigentlich über das hinaus, was ich im Strafbefehl bereits berücksichtigt habe, nämlich zum einen, dass er natürlich nicht angegurtet war, was die Verletzung in der Intensität erhöht hat. Aber zum anderen, was jetzt hinzukommt, muss eben auch berücksichtigt werden, dass er doch erheblich zu schnell gefahren ist und dass man davon ausgehen muss, dass er unter Umständen, wenn er nämlich
die zulässige Geschwindigkeit eingehalten hätte, es gar nicht zur Kollision gekommen wäre, sodass ich meine, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass natürlich noch zwei andere Personen verletzt sind, wovon die Fahrschülerin auch einen Fehler gemacht hat. Ich will jetzt nicht von Mitverschulden reden, aber sie hat einen Fehler gemacht. Wie auch immer der einzuordnen ist, muss er zugunsten des Angeklagten berücksichtigt werden, sodass ich denke, trotz Vorfahrtsverletzung und trotz drei verletzter Personen lässt sich das wohl ausnahmsweise vertreten, das Verfahren einzustellen. Ja. Allerdings bin ich der Meinung, dass also bei der Geldbuße, das bitte ich nun wiederum das Gericht zu berücksichtigen, da die Einstellung dazu führen wird, dass die Kosten der Staatskasse zur Last fallen, dass man vielleicht eine gewisse Aufteilung macht und einen Teil der Staatskasse gibt und einen Teil an eine vom Gericht zu bestimmende gemeinnützige Einrichtung. Da die nach neuen Berechnungen des zur Verfügung stehenden unzurechenbaren Einkommens des Angeklagten sowieso die Buße nicht so exorbitant hoch sein wird und die Kosten insbesondere durch den Sachverständigen natürlich auch und für den Herrn Leischke hoch sind, wenn also diese Buße ganz zugunsten der Staatskasse gehen. Da bin ich der Meinung, dass also von einer Buße von ungefähr 700 Mark auszugehen sein dürfte. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Ja? Ja, wären Sie damit auch einverstanden? Gut, dann werden wir folgenden Beschluss machen. Das Verfahren gegen den Angeklagten Ludwig Lechner wird mit Zustimmung des Angeklagten und der Staatsanwaltschaft gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von DM 700 zugunsten der Staatskasse eingestellt. Die Kosten des Verfahrens fallen der Staatskasse zur Last. Die eigenen notwendigen Auslagen trägt der Angeklagte selber. Ja, die Geschichte ist dann für Sie soweit erledigt, Herr Lechner. Gut. Wir machen dann gleich mit der nächsten Sache weiter. Wiederschauen. 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 Ja.